Willkommen, meine Damen und Herren. Ich habe gedacht, ich habe ein Exklusivrecht auf diesen Platz. Donnerstag, Mittwoch, nein, so meinte ich das nicht, um Gottes Willen. Ich dachte nur, weil, setz dich bitte, weil ihr hier alle rumlungert. Mittwoch, 22 Uhr, 2 Stunden Giga Games. Juhu! Musik aus unseren Herzen, die wir spielen in Form von Spielen für euch. Hallo. Wir möchten euch sagen, was wir für Themen haben, denn das hat einen Grund, dass diese Dreierbande hier sitzt. Hallo. Sie haben nämlich alle so gute Themen, dass wir gemeinsam ein Highlight bilden, welches sich euch präsentiert. Ich habe das Beste. Timmy hat das Beste. Sagt ihr lauthals, Highlight. Dann darfst du auch anfangen. Was ist denn dein Highlight? Ich habe wirklich, tatsächlich, ein richtig, richtig gutes Thema heute. Das muss man mal so sagen. Bald 2007 steht an, bald Weihnachten steht an. Ja? Das sind alles so Sachen, die machen einen ja schon munter. Wenn man dann neben einer Wii und einer PlayStation 3 vielleicht dann noch einen richtig schicken neuen Rechner unterm Weihnachtsbaum hat, ist das natürlich was Feines. Und ich habe mir gedacht, ja, wir könnten ja mal den Wünschen der Community nachgehen und bauen einen Low-Price-PC. Das heißt, bis 1.000 €, das war die Grenze. Und heute geht's los damit, dass wir Vorschläge sammeln, was für Komponenten in diesem Rechner verbaut sein könnten. In den Comments könnt ihr jetzt schon fleißig posten, von mir aus auch im Forum. Später dann werden wir im Forum einen Thread aufmachen mit einem Vote, wo dann die meistgenannten Artikel und Komponenten des Rechners aufgeführt werden. Da kann dann abgestimmt werden und auf lange Sicht werden wir uns das Teil bestellen und auf Herz und Nieren testen. Vielleicht noch vor Weihnachten. Tja, Felix, du grinst, das hat einen Grund. Wir warten noch. Du bist zuerst dran. Ja, ich nehme dafür mal das andere Mikro. Hier, bitteschön. Im PC-Bereich, außerordentlich. Herr der Ringe, mögen wir alle, haben wir alle schon mal gehört. Vielleicht sogar gelesen von denen, die es können. Großer Vorteil. Und morgen erscheint ein Spiel, ein Add-on für das vor fast einem Jahr erschienene Schlacht um Mittelerde 2. Und das nennt sich der Aufstieg des Hexenkönigs. Ja. Und für die, die das Spiel immer noch nicht von der Festplatte gelöscht haben, ist es auf jeden Fall ein Muss. Alle anderen, die es nicht mehr drauf haben, die werde ich vielleicht heute überzeugen, dass es sich vielleicht lohnen könnte, das Spiel doch zuzulegen. Ja. Super. Ja, ich habe heute auch hier so ein Thema und ich gebe mal so einen kleinen Tipp. Also ich gebe mal einen kleinen Tipp. Ja. Wie. Und noch ein Tipp dazu, es hat nichts mit Französisch zu tun. Nein, es hat natürlich nichts mit Französisch zu tun. Ihr ahnt es vielleicht, ihr seid ja ziemlich pfiffig hier da draußen. Wir haben heute weltexklusiv zum ersten Mal Nintendo Wii bei uns in der Sendung. Wir werden nachher einen kurzen Blick reinwerfen, wenn ihr glaubt. Und, aber wirklich nur einen kurzen Blick, denn wir haben ja morgen schließlich den großen Birthday Bash. So ist es. Da werden drei von euch aus unserer Community hier sein und dann werden wir ausgiebig 2 Stunden lang mit euch Wii zocken. Genau. Deswegen heute nur so ein kleiner, wirklich sehr kleiner Blick darauf. Genau, wir haben ja schon in den letzten Sendungen eifrig darauf hingeteased, euch gebeten, uns eure Bewerbung zu schicken an birthday@giga.de. Das Ganze mit einem Foto und einem kleinen Text versehen, warum ausgerechnet ihr diejenigen seid, die zu uns ins Studio kommen möchte. Das werdet ihr nämlich, wenn ihr gewinnt. Dann kommt ihr zu uns in die Sendung morgen am Donnerstag. Das ist zum einen unsere Geburtstagssendung, 30.11. Gear Games wird 119 Jahre alt. Zum anderen haben wir zum ersten Mal die Nintendo Wii-Konsole bei uns und werden ausgiebig zocken, und zwar mit euch. 3 von euch kommen zu uns in die Sendung, 2 haben wir schon ausgewählt, 1 Platz ist noch frei. Unser Wunsch, eine großbrüstige Blondine zu bekommen, hat sich bisher nicht erfüllt. Ja, mein Gott, also falls ihr großbrüstig seid, blond, und vielleicht auch noch ein halbwegs hübsches Gesicht hat, wobei das ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache große Brüste. Ja. Ja, und einen Arm zumindest für die Wii. Ein Arm ist genau, den werdet ihr brauchen. Ja, und wir zocken natürlich zum einen Wii Sports. Das ist der Standardtitel, der mitgeliefert wird mit der Konsole. Da haben wir ein paar bewegte Bilder, die können wir ja schon mal einstreuen. So stellt Nintendo sich das vor. Soll es doch bitte schön aussehen. Und so sieht es auch aus, zumindest wenn man Bilder aus unserer Redaktion als Beispiel nimmt, denn wir haben ja heute schon fleißig gezockt. Und macht auch wirklich Spaß. Ja, macht wirklich Spaß. Wir haben verschiedenste Titel. Wir haben zum einen, hier sehen wir es, Tennis, dann gibt es Bowling, es gibt zahlreiche Minispielchen. Baseball. So Baseball gibt es zum Beispiel. Auch da gibt es Fischen. Und Fischen. Fischen. Gibt's bei WePlay, sagt der Felix. Aber ich muss ja dazu sagen, in diesen Trailern, das sind dann immer so Image-Trailer, da kommen dann auf einmal so alt und jung zusammen, ganz viele Leute. Aber das Faszinierende daran ist, das stimmt ja. Bei uns steht das Ding in unserem popeligen Büro und auf einmal ist der Raum voll, alle wollen zocken. Ich habe mir schon überlegt, das kann man sich auch so als ewiger Junggeselle so in sein Schlafzimmer stellen, wo eigentlich sonst nie jemand reinkommt und dann auf einmal alle aus dem Haus, aus dem Meer. Weißt du, wenn man der ewige Junggeselle ist, dann spielt man mit anderen Dingen als mit der Wii-Mode. Aber dann gibt es dann ganz die viele, Penis-Mode. Ganz viele Leute. Ah, vielleicht auch ganz so viele Frauen. Am Ende noch. Man weiß es nicht.
Oder die P-Mode. Ja. Egal, aber WePlay haben wir auch noch bekommen. Da ist ja dann, wie gesagt, noch eine zweite Wii-Mode mit dabei. Genau. Und dann haben wir noch eine Demo-Version, also nicht die Vollversion, die Demo-Version von Zelda, A Twilight Princess. Und vielleicht sehen wir da heute mal so ein bisschen, wie man da fischt. Ja, genau. Da ist natürlich auch noch ein bisschen mehr drauf auf dieser Demo-Version, aber wir wollen euch ein bisschen auf die Folter spannen, ja. Denn morgen, wie gesagt, die große Birthday-Sendung kombiniert mit dem Nintendo Wii Launch bei Giga Games eine Woche vor Release. Also, birthday@giga.de mit Foto bitte und einem Text, einem kurzen, warum ausgerechnet ihr gegen uns zocken wollt, dann seid ihr vielleicht dabei. So, wollen wir noch einen Trailer allein sehen oder wollen wir in die Werbung gehen? Was sich reimt, ist gut, sag ich mal das zuerst. Was sich reimt, ist gut. Ich hab, mach mal meine eigene... Nee, das lief eben die ganze Zeit. Ah, okay. Viele werden sich fragen, was das war. Wir können ja aber zum Beispiel noch mal ein bisschen was zeigen. Zu Rayman haben wir schon gezeigt. Trauma Center 2 haben wir schon gezeigt. Mal Rayman das Raving Rabbit. Das haben wir schon gezeigt. Das ist World of Warcraft. Willst du sehen? Office Space? Das ist das Fisch. Nee, kenne ich gar nicht. Der Felix wollte das neulich nicht sehen, weil er der Meinung war, er kannte es schon. Ach doch! Ja, aber das war gut. Das ist lustig, ne? Ja. Now, are you going to go ahead alle, die den Film Office Space kennen? Der haben sie. In fact, look, I'm gonna have to ask you to go ahead and just come back another time. I got a meeting with the Bobs in a couple of minutes. Somewhere else you'd rather be? Join over 7 million players in an online world of legendary adventure. Gibt auch eine sehr geile Family Guy-Folge, wo der Typ aus Office Space mit war. Ja. Und dann halt so diese extra, well, mit seiner Tasse in der Hand. Ja gut, das hat natürlich nicht so viel mit dem Spiel zu tun. Wir hatten noch ein bisschen was zu Rayman, das können wir nicht zeigen, aber vielleicht das hier, denn wir sind ja gerade bei der Wii. Das ist ein bisschen Gameplay-Footage, Vollbild, zu Need for Speed Carbon. Da sieht man gleich, das sieht natürlich nicht so schick aus wie auf der Xbox 360. Allerdings kann man unten in der Mitte schon ein Lenkradsymbol erkennen, was einen ahnen lässt, wie man das Ganze steuert. Wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, also so Need for Speed Carbon oder so ist jetzt nicht unbedingt der Titel, den ich mir als erstes für die Wii holen würde. Ja, da schließe ich dir zu. Also, dann können wir es vielleicht auch mal ganz ehrlich sagen, ich würde mir das nie für die Wii holen. Nee, ich auch nicht. Abgesehen davon, dass der das gerade zockt, das auch überhaupt nicht drauf hat. Nee. Die Steuerung ist zwar ein bisschen schwer, aber anfangs hatten wir alle so ein bisschen Bedenken, ob das tatsächlich auch wirklich so ist, wie es aussieht in diesen ganzen Image-Trailern, ob da vielleicht nicht doch ein bisschen getriggert wird und die Bewegung quasi nur so pseudomäßig dort dargestellt wird. Ja. Aber ich bin doch positiv überrascht. Ich finde, das reagiert sehr gut. Man sieht auch, wenn man zum Beispiel Baseball spielt, wie der Baseballschläger tatsächlich auch so gehalten wird, wie man gerade diese Wii-Mode hält. Und das hat mich schon sehr überzeugt. Das sieht man auch schon am Cursor, wenn man die Wii-Mode dreht, im normalen Wii-Menü, wie sich dann der Cursor auch mitdreht. Ja, genau. Sehr schön. Ja, es gibt zahlreiche... Aber das sehen wir alles gleich mal. Ja, sehen wir alles gleich. Tut mir ein bisschen weh die Schulter von der Wii-Mode. Denn wir haben Baseball gespielt. Wie ging es nochmal aus? 1-0 für die Nils. Aber ich habe zwei Ausbälle erzielt und habe damit zwei kleine Jungs glücklich gemacht, die den Ball mit nach Hause nehmen dürften. Und dafür bin ich der Sieger der Herzen. Ja, das stimmt. Du machst kleine Jungs glücklich. Ja. Manchmal nimmst du sie auch mit nach Hause. Ne? So, egal. Verstehe ich nicht. Nee, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Wir denken nochmal drüber nach. Sammeln uns und dann sind wir gleich zurück. 2 Stunden Giga Games mit Nintendo Wii. Bis gleich.
Willkommen, liebe Hobbits, liebe Elfen, liebe Zwerge, liebe Orks. Jetzt geht es zurück nach Mittelerde. Lange Jahre ist es nun her, seit der Ring in den tiefen Vulkanhöhlen Mordors geschmolzen ist. Aber wir finden immer noch neue Gründe, um zu kämpfen. Heute ist es der Aufstieg des Hexenmeisters, der uns erneut zu den Waffen greifen lässt. Lieber Dennis, ein neues Volk ist dabei. Ja, ein neues Volk, verdammt cool. Viele coole neue Sachen und die werden wir heute alle mal nacheinander durchgehen, damit ihr auch genau Bescheid wisst, ob es sich lohnt, morgen in den Laden zu gehen und sich dieses Spiel zuzulegen, denn es ist ein Tag vor Erscheinungstermin und das ist auch ziemlich prickelnd, oder? Also ja, wir können direkt mal einsteigen, denn das Spiel hat einen ganz interessanten Vorspann und da werdet ihr einmal eingestimmt, was das eigentlich für ein komischer Typ ist, dieser Hexenkönig, der da auf einmal einfach aufsteht von seinem Sessel und Stress machen möchte. Irgendwelche Fragen? Nein, Herr Richter, ich suche im Moment. Ah, okay, alles klar. Ja, wie gesagt, es ist ein Add-on und der erste Teil zu Schlacht um Mittelerde von Herr der Ringe Teil 2 ist das hier. Obwohl, das ist gar nicht der erste Teil, das ist der zweite Teil. Und das hier ist das Add-on, das sieht zum Verwechseln ähnlich aus. Ihr braucht natürlich beides, das ist häufig bei Add-ons so, aber nicht immer, hier in diesem Fall doch. Ich wollte eigentlich gerade die Zeit überbrücken, wo das gerade wieder lädt. Aber es geht gleich los, wir können gleich mal reinschauen. Was schaust du denn? Der sieht aus wie eine Mischung aus Sauron und einer von den neuen Ringgeistern. Ja, Tatsache. Habe ich auch gedacht. Auf jeden Fall ein cooler Helm. Und der ist bestimmt auch magisch und so. Da wird nachher was zu erzählt in der Kampagne. Ja. Und das ist schon nicht ganz wichtig. Schauen wir mal rein. Das ist nämlich jetzt gerade dieser Vorspann. Was ist denn das für einer? Sag doch mal. Ja, wir können ja mal zuhören. Wir haben hier bestimmt... warte, ich schalte mal um auf Sound. Achtung, Regie, dass hier nicht hochfliegt. Zack, zack. So, wir haben hier bestimmt jetzt gerade auch Sound zu dem Trailer. Ja, ich höre auch ein bisschen was. Ja, der Hexenkönig, der wohnt ganz im Norden. Und hat sich dort so ein bisschen zurückgezogen. Und es gibt dort ein dieses ganze Mittelerde-Gemüt, diese ganzen Ländereien. Das beschränkt sich ja nicht nur auf das Auenland und dort auf Mordor. Sondern da ist ja noch eine ganze Menge drumherum. Das weißt du ja auch ziemlich genau. Du magst es, glaube ich, ziemlich gerne. Ja. Und da gibt es ein Land im Nordwesten. Dort fällt dieser Hexenkönig ein und überzeugt die Menschen, ihm zu folgen. Das können ja Hexenkönige besonders gut. Die haben ja auch Magie irgendwie, die sie da einsetzen können. Die kennen da so ein paar Kniffe, das weiß man. Und die benutzt er auf jeden Fall, unter anderem auch Trolle. Und dann fällt er ein über die Länder und versucht natürlich, die Mittelelde-Weltherrschaft zu erlangen. Ja, so sieht das aus. Da war gerade dieser Hexenkönig. Angesiedelt in der Zeitlinie, habe ich mir sagen lassen, ist das Ganze nach dieser Aktion, wo der eine Elfentyp dem fetten schwarzen Sauron-Typ den Finger oder die Finger abgeschlagen hat. War aber kein Elf. War kein Elf? Es war ein Mensch. Es war ein Mensch? Ja. Der wurde doch dann auch durch den Ring korrumpiert und ist dann ermordet worden bei einem Überfall. Der Ring ist in den Fluss gefallen. Ja, Tatsache, genau. Das war ja. Ups. Und wurde dann da irgendwann von genau, die Szene Gollum, sieht man hier auch gleich. Der damals noch, wie hieß? Schmeergol? Schmeergol. Schmeergol. Genau. Ja, ich muss zugeben, ich habe zwar die Bücher gelesen, war aber sehr, sehr, sehr klein. Ich habe mich selber gewundert, dass ich sie damals gelesen habe, weil die waren viel zu dick für mich. Die haben mehr gewogen als ich selber. Und dementsprechend habe ich alles schon vergessen, weil es ist ja normal bei Menschen, dass man nach 10 Jahren oder so circa alles vergisst, was vorher war. Bei mir ist es schon bei 3 Tagen eigentlich. Aber ist natürlich die Erklärung dafür, dass ich mich da nicht so gut auskenne. So, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem finde ich sehr toll, dass man sich einen Helden bauen kann. Das konnte man schon im normalen zweiten Teil. Jetzt kann man hier eine neue Art Helden erstellen. Machen wir das doch einfach mal. Tipp, 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 meine Helden. Kann man die auch in der Kampagne benutzen? In der Kampagne kannst du die leider nicht benutzen. Das fand ich auch sehr schade. Ja. Aber vielleicht ist es auch gut so, denn die können ja durchaus ziemlich stark werden. Ja, durchaus. Weil man kann sich ja alle Sprüche irgendwie aussuchen. Ja. Und da kann es schon mal unausgeglichen werden. Man kann die aber im Multiplayer benutzen, ne? Ja, das ist sehr gut. Und die steigen auch mit der Zeit auf. Das finde ich sehr, sehr lustig. Und gehen wir einfach mal rein. Oh, hier steht sogar nochmal. Ja, das hätten wir jetzt kurz. Aber ich weiß natürlich auch alles aus dem Kopf. Ja, ja, ja. Natürlich. Also hier sind natürlich die diese vorgefertigten Helden. Die interessieren uns aber einen feuchten Kirich. Wir wollen einen eigenen machen. Ja. Neuer Held. Und da haben wir zum einen einen Menschen. Oder wir haben auch hier Elfentypen. Oh. Wobei, dort heißen sie ja Elben, sonst kriege ich wieder Ärger. Ja. Hier so wanderermäßig, Waldläufer, Magier, weiß man nicht. Zauberer. Ein Zuchtmeister, das ist sowas wie du es bist. Ja, vielen Dank, sehe ich als Kompliment. Orkplünderer. Ostling, und hier das ist... Das ist sowas wie du bist? Ja, guck dir mal was für eine geile Waffe ab. Der sieht aus wie Kane. Ja, Tatsache. Also ich mag Kane. Und hier ein Troll.
müsste sich jetzt mal zeigen. Die gibt es natürlich auch in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Zum einen den Großtroll oder den Schneetroll. Der ist süß. Ja, oder den Hügeltroll. Nee, der Schneetroll ist auch süß. Ich finde, der hat einen beeindruckenderen Kiefer. Aber wenn du den Schneetroll willst, okay. Ja, weil der so weiß ist. Weil normalerweise sind Trolle ja nicht so weiß. Die sind ja dann eher so grau. Der ist mehr so ein Yeti-Troll. So eine Mischung aus Yeti und, du wirst es raten, Troll. Du siehst hier unten natürlich auch die Fertigkeiten. Trolle können erstaunlich gut zaubern, sehe ich hier. Das hat mich ein bisschen verwundert. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Aber okay, nehmen wir da den Albino-Troll. Gehen auf Weiter. Und können hier natürlich erstmal unser Aussehen ein bisschen verändern. Boah, jetzt sieht er aber aus wie... Oh, Monchichi. Nee, warte. Ah, fällt mir gar nicht ein. Ich habe irgendein Bild im Kopf, kann es aber gar nicht einordnen. So, Schultern, okay. Gibt es natürlich eigentlich mehrere. Wieso jetzt hier nur zwei? Oh, yay. Bei dem Troll... Ah, da. Okay, hier gibt es mehrere Sachen. So, das ist natürlich auch Haute Couture alles. Sehr gut. Arme können wir auch noch ein bisschen was verpassen. Waffe ist äußerst wichtig. Hier so eine Art Hackeschwert. Ja, Hanshackeball. Ja, hier ein Hackehammer. Auch nicht schlecht. Und ein, was ist denn da? Was ist das? Ein Zahnstocher am Stock oder was? Nein, das man kann doch den auch drehen hier. Ja, siehst du doch. Ah, so eine Pickel. Hacke. Ein Pickel. Ein Eispickel. Ein eitriger Pickel. Wobei ein Kopfpickel wahrscheinlich hier in dem Fall. Ja. So, und die Beine können wir auch noch verstärken, alles klar. Farben kannst du wählen für jedes einzelne Rüstungsteil. Wir können eventuell eine rosa Rüstung machen. Ja, mach mal eine rosa Rüstung. Tudu! Oh! Warte, ist aber so richtig pink-rosa. So hier. Und dann muss ich hier noch die Helligkeit. Ja. Nee, warte. So. Die anderen auch? Ich glaube, das dauert zu lange, oder? Nee, komm. Mach einfach ganz schnell. Du siehst doch, wo das ist. Mach doch. Kannst du das als Standard nehmen? Kannst du. Mach da irgendwie nicht. Was ist denn los? Wieso kann ich denn das? Komm schon, ich will das auch rosa. Wieso macht er denn jetzt nur die Rüstung? Mach mal Standard. Standard? Weiß nicht, ist das dann? Jetzt macht er wieder... Oh, Mist. Oh, jetzt hat er es total verändert. Na, egal. Auf jeden Fall sieht er super cool aus. Ganz nackig. Ne, jetzt sieht er, finde ich, noch viel cooler aus als vorher. Und wenn du dann auf Weiter drückst, kommt das Wichtigste. Jetzt kannst du die Attribute verteilen. Das machen wir mal im Schnelldurchlauf sozusagen. Hier, Rüstung finde ich wichtig. Ja. Zauber, Gesundheit. Ich finde Regenerationsrate hier auch sehr, sehr wichtig. Damit pass auf. Mach dir mal alles auf Zauber, weil das ist so ein riesiger, dummer Typ, denkt jeder. Dabei ist der super smart. Oh, derbe, so the Might of Overschätzung. Ja, genau. Alles klar. Dann auf Weiter. Und dann können wir noch Zauber auswählen. Oh, deinen Namen eingeben. Ich weiß, wie wir ihn nennen. Na? Nennen ihn Tim Feldner. Tim Feldner? Tim Feldner. Das gefällt mir nicht. Nennen ihn Tim Feldner. Es gefällt nicht dir. Tim Feldner? Na gut, okay. Vielleicht hilft es dir zu einer Überleitung. Ja, genau, das war der Zweck. Ich weiß nicht, wie man es schreibt, deswegen wollte ich es nicht. So, dann fragen wir gleich mal Tim, was er davon hält. Dennis, glaubt ihr, es würde ihm nicht gefallen? Fragen wir ihn einfach selbst. Tim Feldner ist jetzt dran mit dem Max-Bereich und er hat heute ein fantastisches Thema, ein Low-Price-PC. Das heißt, wenn ihr kein Geld habt, um euch Hardware zu kaufen, die neuesten Spiele laufen lässt, du hilfst den Menschen aus mit einem PC, der nichts kostet, aber viel kann. Ja, kann man so sagen. Das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, zumindest. Wir haben gesagt, wie kriegen wir denn den günstigsten Rechner zusammen, der für das Geld dann auch am meisten kann. Ja. Nennt sich ja auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So drückt man es dann ein bisschen einfacher aus. Ich habe hier ganz viele Sachen schon auf meinem Tisch. Oh ja, einen ultramodernen PS2 auf USB-Adapter. Ja. Und also das Sachen. Ist eine Lösung, wenn sich jemand kein Notebook leisten kann. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht wurde mir das hier hingelegt, damit ich mir alles genau aufschreiben kann, was die Comments von den Zuschauern angeht. Denn die Comments sind schon reichlich gefüllt mit Vorschlägen. Ja, aber wir können ja mal einen Blick in den Max-Bereich werfen. Denn hinein. So sieht es erstmal aus. Ein wirklich wunderschönes Bild. Ich bedanke mich bei dieser grafischen Glanzleistung. Billig, ja. Viel Performance für wenig Geld. Max baut den Low-Price-PC. So sieht's aus. Könnt ihr euch mal durchlesen, was wir uns dabei gedacht haben. Denn der Gedanke dahinter, wir haben ja vor kurzem, vor ein paar Monaten erst den Community-PC gebaut. Genau. Da hatten wir ja schon ähnlichen Gedanken, aber wir haben gesagt, 1500 Euro setzen wir uns als Grenze. Ja. Es gibt aber ja so bei den meisten Leuten in den Köpfchen die Schmerzgrenze von 1000 Euro und daher haben wir gesagt... Hat sich übernommen aus der D-Mark-Zeit. Da hat der aktuelle Rechner immer so 2000 Mark gekostet, wenn die dann bei Discountern oder bei Mediamarkt. Genau, die Discounter pflegen das immer noch. Ja. Genau das ist der Punkt. Und haben wir uns gedacht, ja, so ein Discounter schön und gut, zum Beispiel von dem aktuellen Aldi-Rechner, halte ich gar nichts. Nichts, nada. Nix. Also der ist wirklich nicht gut. Nicht gut. Zumindest nicht zum Zocken. Und da haben wir uns gedacht, vielleicht könnten wir anders ein paar Abstriche machen, Grafikkarte doch wieder ein bisschen besser und dann einfach schauen, dass wir da einen guten Rechner für so um die 1000 Euro zusammenkriegen. Und hier unten... Den können wir dann ja mal in Konkurrenz treten lassen mit
zum Beispiel dem Aldi PC, dann kann man gleich mal sehen, wie viel man da wirklich bekommt. Ganz klar, wir werden auf jeden Fall Benchmark-Ergebnisse mal vergleichen. Wenn ihr aber im Artikel nicht nur hier in die Comments geht, um eure Meinung, um euren Vorschlag zu posten, könnt ihr hier auf den Spoiler klicken. Den haben wir mit der Low-Price-PC Fragezeichen betitelt. Haha, jetzt klickst du einfach drauf. Da findet ihr eine Idee von uns, ein Vorschlag. Also wir hatten ein paar Vorschläge zum Thema Low-Price-PC. Wie könnte er aussehen? Aha. Hier haben wir schon mal ein paar aufgeführt. Als Mainboard haben wir gesagt, ein Asus P5B Deluxe Mainboard ist ein bisschen teurer, aber hat schon einen großen Vorteil, da es ein Sockel 775 Board ist, dass nicht nur Core 2 Duo Prozessoren draufkommen, sondern vielleicht später dann auch ein Quad Core. Vielleicht, heißt? Ja, nicht, also es geht, aber wer dann sich wirklich später einen holen möchte, ja, okay, der hat dann die Möglichkeit. Ja. Dann Festplatte, unglaublich, ich habe so lange nicht mehr die Preise von Festplatten gecheckt. 320 GB, was kosten die momentan? Ich würde sagen 85 Euro. Ja gut, du, ich hätte dich fragen sollen. Ist tatsächlich so. Also wir haben uns eine von Seagate rausgesucht, eine richtig schicke 320 GB, 7200 Umdrehung, 85 Euro. Wahnsinn. Also wir haben vorhin noch in der Redaktion mit Felix rumgescherzt, von wegen, wie viel so ein Brenner mittlerweile nur noch kostet. Und er hat dann so irgendwie erzählt, ja, er hat sich 16 MB RAM für irgendwie 1000 Mark gekauft damals noch oder so. Unvorstellbar. Ja. Dann haben wir gesagt, als Netzteil brauchen wir eins, ja, was schon relativ gute Power hat. 500 Watt haben wir uns da gedacht und was ganz gut abgeschnitten hat und laut Tests die letzte Zeit ein Enermax Liberty für knapp 81 Euro sind da oder ist da definitiv zu empfehlen. Dann Gehäuse war uns jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Wir haben jetzt nur mal geschaut, was ist annehmbar, was sieht ganz nett aus und wo haben wir genügend Platz drin. Also es gibt bestimmt noch bessere. Da bin ich vor allen Dingen auf eure Hilfe angewiesen. Alles, was ihr sagt, was designtechnisch vielleicht für euch wichtig ist, schreibt es in die Comments. 55 Euro kann man natürlich nicht meckern. Als Prozessor haben wir gesagt, passend zum Mainboard natürlich, dass wir ein Intel Core 2 Duo einbauen. Ja. Bei 6300 geht die Produktreihe ja los. Und wir haben aber jetzt gesagt, 6400er wollen wir schon nehmen. Das heißt, ein bisschen höher getaktet. Aha. Und das Ganze für 190 Euro ist einfach ein Spitzenpreis. Also das haben wir schon die letzte Zeit mitbekommen, als wir den ja mal hier hatten. Wir hatten natürlich die Extreme-Variante, aber die Foreneinträge, Blog-Einträge, Webseiteneinträge überschlagen sich mit Meldungen, wo Leute den Core 2 Duo, egal welches Modell, richtig, richtig schön übertaktet haben. Und das ohne zusätzliche Kühlung. Das heißt, wenn ihr euch jetzt vielleicht denkt, ah, dann muss ich mir irgendwie eine Wasserkühlung bauen oder so. Nee, gar nicht. Also das ist was richtig Schönes daran. Von daher ist man da immer noch relativ zukunftssicher mit. Optisches Laufwerk, sprich DVD-Brenner, haben wir jetzt gesagt, 30 Euro. Ein LG. LG ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt die Markengeschichte. Doch, für Lüneburg, für oder? Richtig, ja, ja, richtig. Lüneburger optische Laufwerke, Versandhandel. Und da haben wir gesagt, ja, wir nehmen einen GSA H22N. Gibt auch noch einen H10N, hat ein bisschen besser abgeschnitten, aber 10 Euro waren es uns nicht wert. Also wer 40 Euro vielleicht fürs Laufwerk ausgeben will, wo wir dann am Ende auf 956 kommen würden, der kann dann darauf. Was sehr, sehr schön ist momentan, ATI-Grafikkarten gibt es eine von Asus 1950 Pro oder 1950 Pro Crossfire. 185 Euro ist echt ein richtig guter Preis und die schneidet super gut ab. Soll richtig schön schnell sein, schön leise sein. Haben uns gedacht, die muss mit rein. Und ein wirklich hoher Kostenpunkt, aber definitiv zu Recht, Arbeitsspeicher. Da haben wir gesagt, wir legen Wert auf einen schönen, schnellen Arbeitsspeicher. Die Timings könnten ein bisschen schneller sein. Hier sehen wir sie mit 5515. Aber DDR2 900er, das ist schon ganz nett. Mhm. Und 1 GB, viele habe ich schon gesehen in den Comments sagen, 2 GB müssen rein, 166 Euro für 1 GB. Müssen wir gleich mal gucken. Ja. Das also jetzt so quasi die Rohbasis. Mhm. Und jetzt werden wir im Laufe der Sendung nach und nach formen, was eure Vorschläge sind. Was man noch in den Rechner reinpacken könnte, um den Preis ein bisschen zu drücken, ist Werbung. Das haben wir auch gemacht. Deswegen haben wir den Preis der Sendung ein bisschen reduzieren können. So sieht's aus. Viel Spaß.
geht es euch? Meine Damen und Herren, wie geht es euch? Ab nächster Woche kann diese Frage eine ganz neue Bedeutung bekommen, denn Nintendo hat eine neue Konsole auf dem Markt. Sie hört auf den Namen Wii und wir haben sie eine Woche vor Release bereits in der Sendung. Lieber Felix, du freust dich wie ein kleiner Knabe, der bei Dennis Richtarski zu Besuch ist? Oh nee, die freuen sich definitiv nicht. Die denken am Anfang noch, sie kriegen ein paar Lutscher und kommen alle total verstört und raus und sitzen dann so in der Ecke. Ganz schlimm. Da dachte der Kinderschänder. So, egal, wir kommen jetzt zu dem Ding, was wir heute in der Sendung machen. Und zwar ist das die Nintendo Wii. Das ist dieses Teil, was hier steht. Und das ist eine wirklich sehr, sehr feine Schmuckekonsole. Die ist nämlich vom Finish Design auf jeden Fall die schönste der drei neuen Konsolen. Und das ist das Ding, womit wir dieses Teil steuern, die Wiimote. Ja. Zumindest ist die Hälfte davon. Genau. Denn manche Spiele erfordern es zum Beispiel noch, dass man dieses Teil anschließt. Das ist der Nunchuck sozusagen. Und den kann man ganz einfach mal an den Rand friemeln, an diese Wiimote. Kann ich mal vielleicht machen. Und das Besondere an dem Nunchuck ist eben, dass es hier oben noch einen analogen Stick hat. Und auch einen Bewegungssensor innen drin. Also wie gesagt, mit beiden Sachen kann man bewegen und dann halt auch vielleicht diverse Dinge auf dem Bildschirm bewegen. Wie wird das registriert? Dazu gibt's hier dieses Kabel, das hier lang geht. Und dann unten am Bildschirm haben wir den Sensorbar ran gemacht. Kann man vielleicht mal ganz kurz filmen? Ja. Ist wirklich winzig klein. Da, ja, genau. Hier, da was unter dem Zeichen klebt. Wir haben das dann mal festgeklebt. Ist wirklich sehr, sehr klein, fällt so gut wie nicht auf. Und dann sieht man schon, kann ich hier eben diverse Sachen hier... Genau, bewegen, den Cursor sozusagen. Bewegen, ja. So, denn das ist das Menü, das man sieht, wenn man die Wii anmacht. Hier ist dieses sozusagen dieses Menü. Und ihr seht schon, ich steuere jetzt mit der Wiimote diesen Cursor. Wenn ich die Wiimote nach links kippe, seht ihr auch, der Cursor geht nach links. Also nette, feine Sache. Der Cursor geht nach links mit der Wiimote. Und dann gibt's hier halt, sieht man zum Beispiel das Spiel, was ich gerade drin habe, Zelda Twilight Princess. Hier ist der Mii-Kanal, hier ist ein Fotokanal, da kann ich mir dann Fotos anschauen, die ich per SD-Karte, kann man vielleicht auch mal zeigen, hier an der Konsole. Hier sind nämlich diverse Einschübe. Hier kommen SD-Karten rein. Hier oben sind Anschlüsse für 4 GameCube-Controller. Und da oben sind nochmal 2 Anschlüsse für Memory-Cards. Ja. So, wollen wir mal einen Mii-Kanal anschauen und einen Mii machen? Sehr gerne. Gehen wir mal in den Mii-Kanal rein. Das sind jetzt Sachen, die kann man teilweise schon bei diversen Movies im Internet sehen. Wir machen es trotzdem jetzt nochmal, denn morgen gibt es erst den richtigen großen Birthday Bash. Wir sehen nachher noch ein bisschen Zelda Twilight Princess Fischen. Das Besondere ist auch, dass zum einen Rumble-Ding ist natürlich in der Wiimote drin, genauso wie ein kleiner Lautsprecher, über den dann Sound ausgegeben werden kann. Sehr, sehr witzige Sache auf jeden Fall. So, und jetzt sieht man hier schon mal die Wiis oder die Mies, die erschafft wurden. Das ist Arno zum einen. Arno Rack, einer unserer Mitarbeiter aus der OAP sozusagen. Und das bin ich, Slick Rick, da habe ich mein Mii gemacht. Kann man vielleicht mal anschauen, hier so blonde Haare und so weiter und so fort. Und wie funktioniert das? Sollen wir einfach mal einen neuen machen? Ja. Stellen mal einen neuen her. Und das ist wirklich recht einfach. Was macht man mit denen? Das ist sozusagen das virtuelle Gesicht von einem. Der Avatar, der auch in die Spiele eingebunden wird, wenn man zum Beispiel Wii Sports spielt, dann sind das die Charaktere, die man dann spielt. Also wenn ich einen Bowler habe, dann ist das mein Bowler sozusagen. Ja. Also das ist sozusagen die kleinen Charaktere, die kann man auch auf dieser Wiimote speichern und dann Freunde können dann vorbeikommen und die erstell doch mal eine weibliche. Möglichst so jemanden, wie wir ihn morgen oder sie morgen in der Sendung haben möchten. Okay, machen wir einfach mal. Ja. Legen los hier, das für die verschiedene Gesichter und so weiter und so fort. Hier so ein breitkinniges Ding will ich halt nicht haben. Muss schon, finde ich, eine feine Grazie sein. Ja. Das ist schon mal, das hier finde ich doch ganz gut. Okay, können wir die Haarfarbe noch bestimmen? Was findest du gut? Ja, sind ja die Britney Spears Wochen, die ist ja wieder zu haben. Das ist die Hautfarbe. Machen wir die Hautfarbe. Ja. Und dann gibt es hier, Größe kann man auch bestimmen. Groß. Nee, ich bin nicht 1,99 wie du. Du stehst eher auf sowas hier. Ja, ein bisschen kleiner noch. So, wird mir gut gefallen. Gut, du magst sowas hier. Lassen wir es eben dabei. Kann dann hier auch zum Beispiel, soll es jetzt Sommersprossen haben? Klar, haben wir mal ein paar Sommersprossen drauf. Gibt es noch verschiedene andere Sachen. Einen kleinen Bart vielleicht. Schminke kann man auch drauf machen. Mal schauen, ob man einen Bart machen kann. Hier kommen wir jetzt zur Frisur. Da kann man auch viel machen. Gibt es 6 verschiedene Seiten, wo man Frisuren aussuchen kann. Hier machen wir mal das und dann machen wir mal blond. Ist ja in Ordnung. Und dann hier Augenbrauen. Entweder so ganz zarte Dinger, so fast aufgemalt. Mach mal so Theo Weigel Augenbrauen. So Balken. Ja. Ich bin der Balken-Lady, Mann. Ja. So, dann zu den Augen gibt's auch noch, gibt's lauter unterschiedliche Sachen. Hier so entweder das, lass mich schlafen. Oder ich so, ich bin total dicht. Ja, sag es ruhig, was du sagen wolltest. Ja, spielen hier so ein bisschen rum. So,
machen das noch, blaue Äuglein, dann noch ein Näschen. Oh. Frauen haben meistens so eine Nase. Ah, so sieht man aus, ja. Wenn man, wie hieß nochmal der Boxer Schulz, der auch nicht auf die Nase bekommen hat? Der Axel Schulz. Aber danach ist er erstmal schön ein Bierchen trinken gegangen. Das glaube ich auch. Nachdem er die 4 Millionen eingesagt hat. So, hier so eine Knubbelnase. Den Mund kann man auch noch bestimmen. Zwick, zwack, knipp, knapp. Hier, warte mal, ich habe hier so passende Lippen gesehen. Hier so Cheeseburger-Lippen. Die sind richtig gemütlich. Machen wir noch schön. Hier so Knuffi, knaff. Und dann hier noch vielleicht einen Bart. Bart wäre schön. Das ist ein toller Bart. Das ist ein toller Bart. Das ist der Genghis Khan-Bart. Sehr beliebt bei Frauen heutzutage. Ja. Es kommt gerade ganz groß in Mode. Strahlt ja Macht. Könnt ihr auch noch ein bisschen nach unten machen, dass er so halb im Mund hängt. Den Bart ganz dafür gerne. Bin ich. Ja. Den findet sie sehr, sehr nett und lustig. So. Wir können auch noch größer machen. Machen wieder hoch. Genghis Khan, ich mach die Platz. So. Dann ist unser Ding fertig. Wir nennen es mal Speichern und Ende. Geben ihm natürlich noch einen Namen. Renate. Nein, ich habe einen viel wohlklingenden Namen. Ah, verdammt, vertippt. Ja. Borke. Borke ist doch ein schöner weiblicher Name. Mm. So, und somit wird unser Wii, oder eher gesagt unser Mii gespeichert. Stephanie und zu den anderen Borke. Einfach mal dazugeworfen. Ja. Hier, können wir nochmal anschauen. Ja, ja. Leider kann man es nicht so ein bisschen rumwerfen. Sag, ja. kann man die auch gegeneinander kämpfen lassen? Nee, ne? Nee, das nicht. Aber wie gesagt, und dann kann man halt mit verschiedenen Sachen hier sozusagen da rumspielen. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Endlos. Endlos, das ist ja gut. Wollen wir jetzt schon mal so ein bisschen Zelda zeigen? Vielleicht das Fischen? Wir hätten Zeit. Dann zeigen wir jetzt mal kurz das Fischen. Vielleicht zeigen wir nachher noch ein bisschen mehr. Vielleicht gehen wir auch noch kurz. Wir gucken mal. Wir wollen nicht so sein, aber wie gesagt... Nee, weißt du, was wir machen? Ohne Scheiß. Wir zeigen jetzt noch was anderes und wir lassen den Spannungsbogen gespannt. Denn die Leute wollen ja Zelda unbedingt sehen. Und deshalb bleiben sie dran, konsumieren ein bisschen Werbung. Also, wir verdienen viel Geld dadurch. Sag, mir ginge, würden wir jetzt schon Zelda machen. Aber er ist hier die Medienhure. Ich weigere mich. Du weigerst dich? Ja. Okay, dann, wenn später du das sagst, dann Ich nehme auch die Schläger auf mich. Disst mich, nicht Felix. Ich bin dafür verantwortlich. Ja. Aber man muss seine Schäfchen ja auch ins Trockene bringen. Ich starte jetzt trotzdem. Und deswegen gehe ich. Und zwar zu Dennis Richtarski. Der spielt nicht Zelda, aber ein ähnlich fantasiegeladenes Spiel. Die Rede ist natürlich von Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde Teil 2, Rückkehr, der Aufstieg des Hexenkönigs. Ja, genau, der Hexenkönig Strikes Back. Yeah. Ganz, ganz gute Geschichte. Und ich habe hier gerade etwas gesehen. Was schaust du? Daniela? Wer mag Daniela sein? Dani! Dani kommt gleich. In der Zwischenzeit möchte ich das Rätsel auflösen, was wir, glaube ich, gestern in der Sendung hatten. Das war außerordentlich schwierig. War verdammt schwierig. Ja, wo der Erste schon gesagt hat, das Ding, was vorher 2 Stunden lang auf deinem Tisch stand und auf einmal weg war. Das war nur ein Take auf dem Tisch. Mhm. Außerdem war das nur ein Wink mit dem Joystick-Pfeil sozusagen. Ja. Ich habe Einsendungen gehabt von Leuten, die behauptet hätten, ich hätte unter dem Tisch einen Eierschneider gehabt, auf dessen metallenen Seiten ich Harfe spielen würde. Also von daher siehst du mal, es ist gar nicht so einfach gewesen. Ja, das hört sich aber ähnlich an. Mach mal die Augen zu. Ja. Visualisiere vor deinem geistigen Auge einen Eierschneider. Hat doch was, oder? Ich weiß nicht, ob ihr es hauen könntet, aber er redet Schmu. Ich glaube, du bist einfach nur neidisch, dass du kein Eierschneider kannst. Was hat er denn gewonnen? Ein Markus of Chaos lutscht mich auf die Haut. Oh, das Ganze hätte ich ja mitgemacht. Ja. Oh. Ja, möchtest du zusammen? Ich kann für, du wenn du es schaffst, diese Kette hier innerhalb von 10 Sekunden über den Kopf zu stülpen, dann bekommst du es. Nee. Los. Nein, los. Ich bin doch nicht dein Hund. Doch. Was hast du mir für Aufgaben gegeben? Nitz. Ja. So, die Mission fängt gerade an. Schauen wir mal rein. Enigma-Offizier, bla bla bla. Es gibt in der Gegend 4 Dörfer der Hügelmenschen. Wir müssen sie finden und all jene erschlagen, die gegen uns sind. Hügelmenschen, ja. Von rund auf böse, sagt ja schon der Name. Genau. Bevor wir in den Dörfern Aufstände schüren, schließen sich uns mehr Hügelmenschen an. Noch mehr Hügelmenschen. Ja. Hügelmenschen sind die Besten. Was kann gefährlicher sein als Hügelmenschen? Noch mehr Hügelmenschen. Der Hügelmenschenkönig ist hier und wir sind an seiner Seite. Da. Gibt da so einen super Film, Flash Gordon, der ist dann auf so einem Planeten, wo es auch ganz interessante Hügel gibt. Weißt du, welchen Flash Gordon ich meine? Ja, ich will mich veralbern, natürlich kenne ich Flash Gordon. Ja, aber Flash Gordon, die Schande der Galaxis, kennst du den? Das ist eine Verarsche von Flash Gordon. Ja, genau, eine Parodie. Ähnlich wie Sinnlos im Weltraum. Nur besser. Ich bin ja kein Freund von Sinnlos im Weltraum. Wieso das denn nicht? Weil ich das nicht gut finde. Vater, wieso findest du das nicht gut?
Ich find's nicht witzig. Ich find's, es muss witzig sein. Komm, nein, nein. Nee, ist nicht so witzig. Findest du nicht witzig? Nee, find ich witzig. Vater, es ist nicht so mein Ding. Junge, Vater. So, greifen wir die Jungs mal an. Wir sehen hier links unten manchmal aufblinken. Guck mal, das sind auch so Schneedödel da. Ja, ich, ein ganzes Rudel von dabei. Und du hast Wölfe gekauft? Wuhu, Wölfe! Ach, das sind so, wie heißen die? Wargs? Wargs, ja. Wargs? So Riesenmäuse gerade. Warte, da hinten mal ein Katapult. Ihr seid doch mal schneller, Jungs. Ja, ich hau jetzt alles um, was hier ist. Denn hier ist eins dieser Dörfer, der Hügelmenschen. Oh, wie dezent die Goldschätze platziert sind. Ja. So ist es bei den Hügelmenschen, die übrigens, ich weiß nicht, woher der Name kommt, denn wohnen die in Hügeln? Nee, in Hütten. Und die nicht, sind nicht mal auf Hügeln. So, sammeln wir mal das Ganze ein, was wir hier haben. Das ist Gold, das brauchen wir zu kaufen. Wobei wir in diesem Moment ja noch gar nichts bauen können, wofür wir dieses Geld benötigen würden. Und machen uns auf, diese ganzen, jetzt sehen wir es gerade aufpoppen, noch vier weitere der Hügeldörfer zu zerstören. Der Hexenkönig hat am Anfang der Kampagne, ist einfach losgestapft und hat gesagt, hey, ich übernehme jetzt mal die Herrschaft dieser ganzen Landstriche hier. Oh, da vorne steht ein Troll. Und dieser Troll wurde der Anführer seiner Trollleute, der ist jetzt gerade nicht dabei. Und die beiden sind dann rumgezogen und haben zufällig ganz viele Trolle in Gefangenschaft gefunden. Und die bildeten dann die Basis seiner Armee, wie man hier gerade sieht. Trolle. Und das ist dann wahrscheinlich auch die Spezialeinheit der neuen Fraktion. Ja? Nämlich von Angmar, so heißt auch der Landstrich, den dieser Hexenkönig momentan in der Kampagne gerade einnimmt und von wo er aus losschlagen möchte. Ihr seht gerade, die sind relativ stark. Ups. Ja, das mit dem Katapult, das muss ich mir nochmal überlegen. Das ist selten dumm, was du da machst. Ja, ja. So, wir sehen hier gerade, wir haben coole Trolle in grün. Wir haben kleine Männer mit spitzen Schwertern. Wir haben hier Wargs, die aussehen wie Mäuse und Schweine. Und wir haben Eistrolle, die aussehen wie Eistrolle. Ja, Tatsache. Aber von irgendwo wurde hier gerade geschossen. So, ich habe diese Mission schon mal gespielt, denn das Spiel ist mir abgestürzt. Das ist sehr schade gewesen, als ich sehr, sehr weit war. Ja. Und da kenne ich die Mission und weiß, dass das nächste Dorf doch relativ stark befestigt ist und ich jetzt tatsächlich diese großartigen Katapulte benötige, um dann nicht zu viele Verluste einzustecken. So, deswegen bringe ich mich langsam mal in Position. Bam, bam! Ja. Ja, nicht daran. Ich finde, es sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Nur bewegen sich die Figuren bei Schlacht in Mittelerde nicht so realistisch, wie ich es gerne hätte. So. Ah, da sind sie schon. Die haben auch Feuerpfeile. Die sind äußerst böse und machen auch ganz viel Angst. Deswegen ziehen wir uns kurz zurück und ich bereite die Offensive vor. Und du kannst in der Zwischenzeit nochmal kurz auf Toilette gehen, denn ich glaube, du musst ganz dringend. Ich gehe jetzt kacken. Ja. Und damit das kein Anblick für euch sein muss, schaut ihr euch ein bisschen Werbung an. Bis gleich. Menschen sind außer sich vor Wut, rennen brandschatzend und plündern mit Teerfackeln durch die Straßen. Der Grund, der Community-PC ist ihnen zu teuer. Tim Feldner hat etwas dagegen zu setzen. Die Frage ist nur was? Lieber Tim. Ja, man muss ja mal den Tatsachen ins Auge blicken.
Ich habe schon ein paar Einträge gesehen in den Comments von Leuten, die sagen, 1000 Euro, das ist aber doch kein Low-Price-PC. Stimmt. Low-Price? Aber unseren letzten hatten wir bei 1500 angesetzt. Ja. Jetzt haben wir gesagt, 1000 Euro ist 1000 die Euro? Schmerzgrenze. Und er ist letztlich bei 946 Euro gelandet. Zumindest in der aktuellen Version. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, ich kann mir auch einen Rechner für 500 Euro oder 600 Euro zusammenstellen, aber wir wollen natürlich immer noch einen Gaming-Rechner zusammenstellen. Genau. Weil wir haben einen Blick in die Foren geworfen, in die Comments, in die E-Mails, die ihr uns schreibt, und da habt ihr ganz klar geäußert, dass ihr bereit seid, bis 1000 Euro zu bezahlen und ihr wollt einen Gaming-Rechner haben. Das war ja, sag ich mal, so der Ausgangspunkt. So, und jetzt ist Schluss mit Meckern hier. Jetzt wird sich gefreut über diesen PC. Wir sind ja im Grunde auch nur wie so ein Fähnchen, was sich nach dem Wind der Community dreht. Ihr seid der Wind und wir sind das Fähnchen. Und zurzeit steht das Fähnchen bei 1000 Euro und das seid ihr schuld. Ja, oh, Tim Feldner sagt, ihr seid schuld. Oh, das klingt nach... Aber ich habe ganz interessante Comments gelesen und ich würde sagen, wir gehen die mal ein bisschen durch. Unter anderem Gabor Gandalf hat geschrieben, Gehäuse ist wichtig. Da müssen ordentliche Lüfter dran. 320 mm Lüfter. Ja. Die hat man früher für den Tigerpanzer benutzt. Ist es so? Ja. Wurden dann aussortiert. Ah, gut. Ja, mittlerweile findet man die Scheime in Gehäusen und hier sind schon ein paar Vorschläge drin, was es denn für Gehäuse gibt. German Noob oder German Noob sagt zum Beispiel als Nächster, dass er sagt, ach, zwei Lüfter reichen aus. Auch und dann Lieblingsbesuch sagt unter anderem, ich persönlich finde das Gehäuse auch wichtig, sonst klappert ja alles bei so einem Billigteil. Das stimmt. Also das Cooler Master, was wir rausgesucht haben, ist jetzt nicht unbedingt ein Billigteil, aber... Da gibt es bestimmt noch bessere Varianten. Postet die einfach mal in die Comments. Ich gehe mal zurück. Der Max-Bereich, nur der Max-Bereich, ist gerade ein bisschen langsam, da die Leute fleißig am Posten sind. Ja, bei dir tummeln die Leute sich immer, ne? Ja, das stimmt. Hier sind schon ein paar Sachen. Unter anderem hat hier auch Low Price. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt nochmal draufklicken. Aber hier hat jemand geschrieben, Software. Das war ja ein interessanter Einwand, weil er gesagt hat, Software ist aber noch keine dabei. Damit sind die 1000 Euro, es sah so viel aus, so viele nur in 1000 Euro, leider nicht viel wert. Ja, also, das stimmt. Also mit so einem Discounter oder so kann man dann natürlich nicht mithalten, wobei die dann meist auch nicht so gute Rechner zusammenstellen. Ja, da sind dann immer so... Und direkt darunter hat übrigens jemand geschrieben, German Noob hat geschrieben, toll, für knapp 100 Euro kannst du dir immer noch eine Windows XP Version holen mit Upgrade-Lizenz auf kommende Vista und dann ist man bei 1050 Euro, also von daher ist das jetzt auch nicht so die Welt. Unter dem Nachsatz eine Nero-Lizenz bekommt man auch für 10 Euro. Nero ist ein Brennprogramm, was soll uns das sagen an dieser Stelle? Ich weiß es nicht. Vielleicht, dass sie... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, was haben wir noch für Sachen? Ein Gamer-Vorschlag? Vielleicht ist da ja mal... Hier ist schon ein System aufgeführt. Ja. Das ist von GTR Manu. Und hier wird vorgeschlagen, auch ein Intel Core 2 Duo E6400 einzubauen. Hat das hier bei 200 Euro betitelt, 190 kosten die momentan rum. Dann dasselbe Board wurde hier auch gewählt. Nein, die normale Variante. Wir haben uns für die Deluxe-Variante entschieden. Aus dem einfachen Grund, auch wenn die ein bisschen teurer ist, die Kühlung oder ja, das System sah uns nicht ganz so schön aus, wie die Deluxe-Variante und so auf lange Sicht würde ich da sicher gehen und dann meinst, die Deluxe also nehmen. Der Grund, weshalb du jetzt das Deluxe genommen hast, ist lediglich die Zukunftsfähigkeit, also die Upgrade-Fähigkeit? Ja, das ist bei dem hier auch gegeben, aber was die Kühlmöglichkeiten angeht, sah mir das oder kommt mir das normale P5B einfach nicht so ganz gut vor. Dann hier eine Western Digital, 200 GB für 60 Euro. Also das ist ein Punkt, da widerspreche ich stark. Denn wenn ich mir eine schöne Seagate 320 GB holen kann, für 85 Euro, denke ich doch mal, dass die meisten da draußen bereit sein werden, diese 25 Euro. Dann, was ich richtig, richtig viel schon in den Comments gesehen habe, lieber 2 GB. Ja, kann ich auch da streiten sich wirklich jetzt die Leute und sagen, hinsichtlich Vista und so weiter und so fort. Also wir haben ja Vista schon am Laufen. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass man unbedingt 2 Gig braucht, aber zukunftssicher, klar, kann man nachvollziehen. Und da muss man sich dann natürlich wieder einig werden. Was nehme ich für einen? Muss ich da vielleicht wieder ein bisschen runterstapeln und sagen, ich nehme 600er, 800er? 800er haben wir oder haben wir momentan ausgewählt. Aber vielleicht geht man da ein bisschen runter, geht dann da nochmal von den Timings ein bisschen runter. Wobei ich immer jetzt so die letzte Zeit gemerkt habe, je besser ihr euch oder je besser euer RAM ist, desto
höher gewertet oder aufgewertet wird. Aber das ist ja übrigens auch ein Punkt, der am leichtesten noch nachzuholen ist. Wenn man dann in der Zukunft merkt, dass man vielleicht doch besser 2 GB bräuchte, ist das ja am unkompliziertesten nachzurüsten. Ja, richtig, definitiv. Ja. Da kann man sich das ja dann auch noch überlegen. Und dann sagen hier Leute, eine GeForce 7950 GT für knapp 250 Euro. Gehäuse könnt ihr selber wählen, rechne mal ca. 70 Euro und dann hier noch ein Brenner von NEC, 30 Euro. Ja, gut, also bei LG hatten wir rausgesucht, da stimmt dann meist eigentlich für den niedrigen Preis auch noch die Leistung und deswegen hatten wir uns das ausgesucht. Aber Grafikkarte, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so schnell neue Vorschläge kommen. Ich habe auch Leute gesehen, die gesagt haben, ach, holt euch lieber irgendwie eine 7900 GT, das reicht vollkommen. Aber ich finde, wir gehen nochmal kurz in den Artikel rein, denn wenn ihr euch anschaut, wir haben da von Asus die 1950 Pro ausgewählt in der Crossfire-Edition. Das heißt, das ist auch schon die Karte, die ich als Grundbasis brauche, wenn ich mir dann jetzt später ein Crossfire-System holen möchte. Das heißt, noch eine Grafikkarte einbaue. Und die für 185 Euro, ich kann nur sagen, es ist echt ein guter Preis. Ich komme mir echt so ein bisschen vor heute wie bei QVC. Ich kann nur sagen, das ist ein Spitzenpreis. Rufen Sie an, es sind nur noch weniger auf Lager. Ja. Aber es ist ja tatsächlich ja, so. Ja. Also wir haben ja nicht umsonst die Komponenten rausgesucht. Aber ich bin sehr gespannt. Wir haben schon jede Menge Comments, postet fleißig weiter. Ich suche mal raus, was so Sachen momentan sind, die euch auf dem Herzen liegen. Unter anderem 320 GB. Zackt. Was wollt ihr denn damit? Oh mein Gott. Keine Ahnung. Nun gut, knapp 1000 Euro veranschlagst du für den Low-Price-Community-PC, denn wir wollen ja auch zocken. Wenn ihr ungefähr nur ein Viertel dieses Budgets habt und trotzdem zocken möchtet, dann ist vielleicht für euch Nintendo Wii eine Alternative. Kommt nächste Woche offiziell in die deutschen Läden, heute schon bei uns. Stimmt, am Freitag nächste Woche kommt raus, am 8. Dezember für 250 Euro mit Wii. Einmal Wiimote, einmal Nunchuck und natürlich dann auch Wii Sports, diesem Spiel. Ja. Das sind insgesamt 6 Mini-Sportspiele. Genau, man kann übrigens ja mal kurz eben, viele Leute fragen sich, Mensch, warum ist das so schief und asymmetrisch? Da kann ich mal bewegen oder spielst du? Nee, kannst du ruhig. Können wir bewegen. Gleich testen, ob das überhaupt geht. Ja, man kann das Ding natürlich rausnehmen. Mach die Zelda-Demo kaputt, genau. Ja, man kann das natürlich auch rausnehmen und dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Das hier ist lediglich eine so eine Rampe. Ein Standfuß. Und man kann das natürlich auch hinlegen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf beim Betrieb. Bei der Xbox 360 gibt es da einen Schredder. Aber wir probieren das mal aus, denn wir wollen die da gleich testen. Das läuft. So. Du legst jetzt aber falsch rum hin. Oh, Entschuldigung. Das ist jetzt unten nach oben. Ist ja egal. So, jedenfalls, so kann die auch aussehen. Also wer da vielleicht... aber halt andersrum dann. Ja, also nochmal 180 Grad Kopf, gedreht. Mit dem Kopfstand vom Fernseher. Oder wir drehen die Kamera. Können wir die Handkamera drehen? 180 Grad? Ja. Das sind 45. Naja. So, und ganz, ganz wichtig, was man nicht vergessen sollte, es gibt extra hier noch so eine kleine Schlinge, die man sich um die Hand legen sollte, denn viele Leute sind sehr energisch beim Tennisspielen oder bei dergleichen, aber es gibt auch genügend Filmchen bei YouTube, wo man dann gesehen hat, dass diese Schlinge nichts hilft und da hat man genauso gesehen, wie Leute dann beim Aufschlag diese Wiimote volle Kanne gegen den Plasma oder sonst was geschleudert haben. In Kombination mit feuchten Händen sowieso, wenn man dann natürlich schwitzt, die Anspannung ist weil groß. Weil es ein sehr intensives Erlebnis ist. Ja. Aber was dann wiederum dem intensiven Erlebnis entgegenwirkt, ist ein bisschen chillen. Und das kann man hervorragend bei unserer Zelda-Demo mit eben Fischen, mit Angeln gehen. Ja. Das ist kein Problem, das werden wir jetzt machen, denn in dieser Demo, die wir haben, ist es möglich, entweder einen kleinen Dungeon zu zocken oder eben erstmal so ein bisschen angeln zu gehen. Und das ist richtig schön gemacht, denn da kommt schon mal wieder sehr schön diese Kontrollmöglichkeit der Wiimote und des Nunchucks zum Vorschein. So, ich will jetzt aus, was wir machen wollen. Wir gehen jetzt mal in den Bereich Fischen. Und dann sind wir unterwegs und sehr, sehr geil. Wie gesagt, hier ist so ein kleiner Lautsprecher eingebaut. Da kommt dann eben nicht auch Töne raus. Wenn ihr zum Beispiel beim Tennisspielen dann den Ball schlagt, hört man da dieses Plop. Plop. Genau. Aber das werdet ihr morgen alles sehen. So, wir sind jetzt hier im Boot unterwegs. Kann jetzt erstmal mit der guten Dame ein bisschen quasseln. Die gibt uns so ein paar Tipps, wo man dann gut fischen gehen kann. Ja. Und dann geht's auch los mit dem Nunchuk links, mit dem Nunchuk. Steuere ich das Boot sozusagen. Dann halte ich jetzt an und wenn ich jetzt in den Fischmodus gehen will, also in den Angelmodus, drücke ich die Taste B. B ist sozusagen der Trigger, der unter der Wiimote ist. Drück einfach mal drauf. Dann gehe ich in diese Funktion und jetzt wird mir angezeigt, Taste A drücken. Das ist oben auf der Wiimote und dann nach hinten halten. Achtung. Dann macht er das. Und dann lasse ich die A-Taste los und er schmeißt das Ding aus. Und jetzt, wenn ich einholen will, durch einfach so ein bisschen drehen oder ich muss es nicht direkt drehen, ich kann es auch einfach so ein bisschen hin und her shakern. Da ist halt ein Bewegungssensor drin. Also ich mache nochmal. Nach hinten ausholen.
Und dann, oh, es hat einen angebissen. Oh, oh, wieder losgelassen. Oh. Beim Hooken muss man natürlich ganz schnell dann die Wiimote nach hinten ziehen. So, ich kann dann auch mit der Wiimote entweder so ein bisschen nach links und rechts. Ja. Dann sieht man auch auf dem Bildschirm, dass eben, oh, da wird schon wieder. Da ist er. Hol ihn mir, Digga. Hol ihn mir. Schnell einholen. Wiimote nach hinten ziehen. Leine muss stramm sein. Gleich gibt's Abendessen. Yeah, Baby. Du hast ihn. Fischburger. Alter, ist das ein Kackfisch. Das weiß ich jetzt schon. Aber macht nichts. Ich hol ihn. Hol ihn. Schweinepriester. Komm. Ja. Nein. Nein. Jetzt. Yeah, Baby. Aber es ist einfach nur ein Kackfisch. Ja. Nicht der Catfish, sondern ein Kackfisch. Die sind nicht so ganz populär, macht nichts. Schmeißt uns zurück ins Wasser und fahren mal an eine andere Stelle. Also ihr seht schon, das ist echt ein Heidenspaß. So, jetzt gehen wir mal wieder hier raus. Schmeißt man jeden Fisch wieder rein oder gibt es auch mal einen, den man behält? Nee, man schmeißt jeden rein. Also wenn es ein richtig guter ist, dann wird halt irgendwie, man sieht halt dann, wie groß er ist und wie viel er wiegt. Das ist dann schon Belohnung genug in dem Sinne. Okay. So, wir fahren jetzt aber mal hier hinter, denn da hinten sind Wasserfälle. Und Wasserfälle finden Fische total toll. Auch ganz nett hier den Wetterwechsel und auch Echtzeit Tag- und Nachtwechsel. Kann dann auch mal sein, dass es dann eben zu regnen anfängt. So, gehen wir mal hier nach rechts. Ja, noch ein bisschen weiter nach vorne. So. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen weit weg, glaube ich. Holen wir gleich wieder ein. So, gehen wir wieder raus da. Oh, jo, jo, jo. Ah. Ja, ja. Die soll nicht. Juhu! Mal schauen, ob der was gebracht hat. Oh, da ist schon einer. Ja, ein dicker Barsch. Links kann man ihn sehen. Ja, da kommt er. Er nähert sich langsam. Er ist ein bisschen neugierig. Yeah, Baby, den habe ich. Und jetzt, wenn er in die Luft springt, muss ich natürlich mit der Wiimote wieder nach ganz nach vorne gehen. Ja. Oh, ein Kampf, ein wilder, wilder Kampf, ein wilder, wilder Kampf. Mach ihn müde. Ich krieg dich, du Schwein. Ah! Ah! Oh mein Gott, mir fällt der Arm gleich ab! Los! Oh, komm, jetzt, der entwischt dir noch! Oh, ist das spannend! Ah! Jetzt! Komm, hol ihn komm, doch komm, endlich! Komm. Da gibt's doch nichts mehr einzuholen! Yeah, Baby! Ein Hyrule Bass. They're pretty common around here. Ja. Size-wise, I'd say it's about 50 inches maybe. Sehr, sehr coole Sache. Also wir haben den gefangen. So funktioniert das. Macht richtig viel Spaß, denn man ist wirklich sehr in diesem Geschehen drin. Man drückt nicht einfach nur den Kopf. Man muss sich da richtig abarbeiten. Ja. Und das ist halt gerade, wenn man dann so einen fetten Fisch fängt, dann fühlt man sich umso befriedigter, wenn man den dann an der Angel hat und dann richtig geschafft hat. Macht echt Spaß. Ja, es macht Spaß. Ihr seht es, Felix Rick ist glücklich. Auch wie gesagt, morgen ganz großes Birthday Bash bei uns. Ihr könnt morgen nämlich auch glücklich werden. Der große Birthday Bash. Bewerbt euch noch jetzt bei birthday@giga.de mit einem Foto von euch, einem kleinen Text vom Ausrechnen. Ihr morgen bei uns in der Sendung sein solltet. Und dann spielen wir zusammen mit der Nintendo Wii. Und zwar nicht nur Fischen und die Zelda-Demo, sondern natürlich Wii Sports, Wii Play. Genau, jede Menge Minispielchen. Also seid dabei. birthday@giga.de. Jetzt ist es an der Zeit für dennis.richtarski@giga.de. Aber erst müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Die nennt sich Werbung. Und ich muss euch noch verabschieden. An der Host-Couch, an der ich ja sowieso schon eigentlich gewesen bin. Denn ich habe fast vergessen, es ist ja schon wieder, gucke ich auf die Uhr, 11 Uhr. Das heißt, Giga Games ist vorbei. Hallo, geht's euch gut? Giga Games ist vorbei, aber auch nur die erste Stunde. Denn Giga Games Night heißt sein großer, böser, fieser, verfluchter Hexenbruder. Und der kommt gleich aus seinem tödlichen Sarg gestiegen, um euch Themen zu präsentieren. Die hauen euch um. Bis gleich. Oh,
Willkommen und hallo zurück, meine Damen und Herren. Gear Games Night heißt die wunderbare Sendung, die euch in den kommenden 60 Minuten auf grandiose Art und Weise verwöhnen wird. Vielen Leuten ist aufgefallen, dass Dennis Richtarski heute eine frappierende Ähnlichkeit mit dieser Pornopuppe hat. Fragen wir ihn, warum ist das so? Ich hab dir nicht zugehört. Danke. Ist es in Ordnung, wenn ich auf irgendwas anderes antworte? Auf ja. Eine Frage, die ich mir ausdenke? Ja, bitte. Ja? Aber nicht die Frage, ob ich mit dir schlafen will. Ne? Die habe ich dir nicht gestellt. Ja, ich kann ja eigentlich sowieso auch nur circa 10 Mal am Tag und die habe ich schon vergeben an was? Die, mit der habe ich schon, was war das für eine Bemerkung? Du kannst nur circa 10 Mal am Tag? Was denn? Herr Richtarski, was kannst du denn 10 Mal am Tag? Das, was du gerade gesagt hast, Herr Bohmhoff, ha? Ich habe keine war Ahnung. Das, war das ein redest? Annäherungsversuch? Ich verstehe Sie übrigens, Sie hätten auch gar nicht so richtig. Ich sehe nur, dass Sie schreien. Was wollen Sie denn? Ich komme gleich mal vorbei. Ja, das glaube ich Ihnen. Mach mal fertig. Ich freue mich drauf. Komm da gleich mal vorbei. Ja, Mann. So, Schluss jetzt. Andere Leute wollen auch noch was sagen. Tim Feldner zum Beispiel. Denn der hat sich gerade eben großspurig mit der Community angelegt. Der sind 10 mal 100 Euro, sprich 1000 Euro, doch ein bisschen viel für einen Low-Price-PC. Aber ich bin mir sicher, Tim Feldner wird Argumente finden, die das doch noch rechtfertigen. Ja, natürlich. Also wenn man einen Rechner für weniger als 1000 Euro haben möchte, schaut mal einfach in Max-Bereich in die Comments, da findet ihr diverse Zusammenstellungen. Könnt ihr fleißig weiter posten eure Vor- und Nachteile und ob ihr der Meinung seid, dass diese Rechner dann Gaming-tauglich sind oder nicht, würde mich mal sehr interessieren. Aber es sind ein paar richtig neue Vorschläge, richtig schöne neue Vorschläge dazugekommen. Die schauen wir uns gleich mal gemeinsam an. Ja, gemeinsam anschauen werden wir uns auch den PC-Bereich. Dennis Richtarski hat heute viel zu erzählen. Ich bin nicht sicher, ob ihr alles davon hören wollt, aber wir müssen den sauren Apfel beißen. Und ich habe mir gedacht, um dir eine Freude zu machen, guck mal, du wolltest doch schon mal einen Dreier haben. Ah! Ja, die sind schon benutzt. Ja. Ja, und? Mann! Normalerweise musst du dafür bezahlen. Freu dich doch. Ja. So. Der Herr der Hexenkönige Mittelerdes. Ich dachte, du wolltest mir noch was erzählen. Ich dir? Ja. Das kann aber warten, bis das Kameralicht ausgeht. Denn ich weiß nicht, ob das so angebracht ist, das vor Millionen Zuschauern hier zu machen. Okay, wir zeichnen uns aber auf und senden es dann irgendwann. Bei Giga Games Double Night. Double Night? Ja. Die Whopper Show. Yeah. Ja, das wird nicht schlecht. Schade, dass der Feeling nicht dabei ist. Der steht auch total drauf. Ja, das glaube ich. Und wir laden gerade und du bist im richtigen Moment gekommen. Es müsste bald vorbei sein. Denn, ja, wie ungewohnt es ist, bei dir Ladezeiten überbrücken zu müssen. Ja, es, weiß ich auch nicht, woran das liegt. Eventuell, dass die Spiele einfach besser werden oder dass die Zeit voranschreitet und vielleicht... Ich weiß, wir kriegen zu Weihnachten was Neues. Was denn? Neue Rechner. Juhu!
flippt aus und ja. Der Tim hat sie uns zusammengestellt. Sie können einfach nur genial werden. Und ja. Ich verspreche euch dann, wird es vielleicht bald nicht mehr so lange dauern, aber du bist ja so unglaublich kompetent, mit tollen Fragen diese Zeit zu überbrücken, die ich dir gerne und aufmerksam beantworte. Ja. Und? Sonst? Ja, ist okay. Ja. Was macht die Familie? Ja, wächst. Der Job? Ja, ist okay. Alles ist okay, ja. Ja. Ich bin heute Morgen wieder aufgewacht aufgrund meiner Nachbarin. Schon wieder bist du heute Morgen aufgewacht? Schon wieder. Ständig passiert ihm das. Ja, die Frage ist ja, warum? Weil meine Nachbarin, beziehungsweise die Frau, die unter mir wohnt, die hat einen Putzfimmel. Und die saugt jeden Morgen von 10 bis 13 Uhr. Und du pusht mich auch noch hoch, ja? Ich werde bald zum aggressiven Attentäter auf meine Nachbarin. Du hast die Wohnung deiner Nachbarin schon bei Counter-Strike nachgebaut? Tatsache. Aber lass uns in der Zwischenzeit nicht unsere Gesichter anschauen, sondern nämlich dieses nette Video. Bitte. Hier wird gerade die neue Mission angeteased. Das wollte ich euch nämlich nicht vorenthalten, worum es da geht. Ich höre gerade, dass dort zwei Burgen sind, die es zu zerstören gilt. Und das ist die Armee. Die sieht relativ schlagkräftig aus. Die haben auch Pferde. Und da kann man unter Umständen auf den Pferdeäpfeln ausrutschen. Das ist die Spezialangriff dieses Volkes hier. Ja. Das sind die Pferdemenschen. Und unsere Zuchtmeister werden die aufständischen Hügelmenschen in die Schlacht führen. Baut einen Vorposten, hebt eine Armee aus und sie ist damals schon mit Dieselmotor angetrieben. Ja. Die Katapulte. Schon nicht schlecht. So, ist klar. Wir haben jetzt hier tatsächlich nämlich auch, das wollte ich euch zeigen, endlich die Teile. Wuhu. Das ist das Ressourcensystem altbekannt. Jawohl. Aber vielleicht wäre es klug, als erstes mal eine Festung zu errichten. Ja. So, die ist so groß. Jetzt sind wir nämlich mal beim Basisbau und da. Endlich. Zeigen Echtzeitstrategiespiele ja. Kantameisen, ihre Stärke. Ich kann mir nicht entscheiden, wo soll ich es denn setzen? Hier ist meine Armee. Och. Oh, kannst mir helfen? Ich glaube, wir machen es einfach hier. Zack. Muss sie an einem strategisch gut zu verteidigenden Punkt errichten. Ja. Hier. Der Zügel von Bäumen und einer Straße. Genau. Versteckt hinter diesen vier Bäumen wird man diese Festung kaum entdeckt. Erst, wenn man direkt davor steht. Ja. Siehst du, sie ist ja auch noch aus Rauch erst. Ja. Können wir ranzoomen. Sieht ganz gut aus. Hier haben wir auch die Trolle wieder. Die sind in Ketten gelegt, um diese Katapulte zu bedienen. Und hier laufen kleine, arme Menschen. Das sind deine Vorgänger. Die haben nämlich hier sich ihr Geld und Brot verdient. Was meinst du damit, dass das meine Vorgänger sind jetzt? Das sind die Bohmhoffs damals. Das ist ja, es gab mal einen ganz, ganz großen Lehnsherr, der hieß Bohmhof. Bohmhof. Und die Leute, die unter ihm dienten, das waren die Bohmhoffs. Und irgendwann wurden sie befreit. Von wem? Von einem großen Feldherrn. Lass mich raten, in einer goldenen Rüstung kam auf einem weißen Ross Dennis Richtarski und blitzte Schossen aus seinem Arsch. Ja, ein unglaublich schlagkräftiger. Tolle Geschichte, die du erzählst. haben sich die Lehrer früher deine Eltern oft zum Gespräch gebeten eigentlich? Soll ich ehrlich antworten? Ja. Oh mein Gott. Frau Richtarski, wir müssen uns dringend unterhalten. Es geht mal wieder um ihren Sohn. Gab's das bei dir auch? Diese Eltern-Sprechtage hießen die? Wo sich die Eltern aussuchen konnten, wann, ob sie mit einem Lehrer sprechen wollten. Lehrer. Ja. Aber das war halt dann immer bei den Jungs, die so waren wie ich, war das immer andersrum halt. Dass die Lehrer sich halt mal ausgesucht haben, hey, mit dir möchte ich sprechen, mit deinen Eltern. Ja. Und das war mal ganz böse, wenn du zu Hause warst. Normalerweise, wenn meine Eltern nicht weg waren, habe ich heimlich mich von Fernseher gesetzt oder mich an den Computer gesetzt heimlich. Ja. Denn da hatte ich auch Restriktionen. Ich durfte nicht 24 Stunden am Tag spielen, das haben sie mir verboten. Wirklich wahr? Ja. Das waren schlimme Zeiten. Ja. Ja. Lasst uns die 80er Jahre schnell vergessen. Durchaus. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, diese Elternabende, dass die Eltern immer wieder weg waren und ich ein bisschen daddeln konnte. Aber leider gab es danach dann immer die Abrechnung, weil dann wieder mal erzählt wurde, was so alles in der Schule schief läuft. Ja. Und das hier ist jetzt ein Angriff, beziehungsweise ein Vorstoß nach Westen. Da ist Hexenkönig, zoom ihn mal ran. Ja, genau. Zack. Hallo! Der ist beritten, ein Mounted Hexenkönig. Ja, mit einem Schwert. Durchaus. Wuhu! Wuhu! Okay. Drehen wir mal. Ich kann nicht ganz so dicht dran. Nee. Tut mir leid, aber ich hoffe, ihr kennt ihn. Er führt die Jungs an und die scheinen alle noch sehr, sehr zuversichtlich zu sein. Ziemlich krasse Bande. Ja, ich darf nicht vergessen, meine Katapulte hier hinten mitzuhaben. So, jetzt ist meine Burg fertig. So sieht das aus. Das Hauptgebäude der Angamarar. Hört sich an wie eine Zahnfüllung? Ja, Amagan wäre das, ne? Ich glaube, das wird aber auch abgeschafft. Mittlerweile, das ist nicht mehr so cool. Die Leute sagen jetzt, mach dir lieber irgendwie Marmor rein oder hol dir gleich einen Goldzahn. Marmor, ja. Ja. Italien. So, rücken wir mal vor. In die Richtung, wir müssen nämlich weiter nach hier. Ich zeige euch das mal über den Fluss. Die Straße entlang, rechts, haltet euch rechts. So, ich glaube aber der Hexenkönig hat ein Navi, von daher wird das kein Problem sein. So ein Glück. Ja. Und hier die erste Burg und wenn wir weiter nach Norden schauen, die zweite Burg. Ja, ist doch ein Zuckerschlecken. Die haben sogar einen Goldfischsee mit Kois. Und wir versuchen
jetzt mit unseren... Wo sind meine Bauleute? Kann ich euch hier unten ganz schnell ranholen? Versuchen wir noch ein paar mehr von den Ressourcen hier an Start zu schicken. So, das ist natürlich... Das kennst du noch von Schlacht um Mittelerde 2 Standard. Je höher die Punktzahl ist, umso mehr Kohle produzieren die. Ich glaube, 93 ist hier das Maximum. An die Arbeit, oder? Und hier ist irgendwo noch ein anderer Typ. Da ist er. Da hinten versteckt er sich. Er hier bepackt mit Steinen, weil mehr braucht man nicht, um ein florierendes Königreich des Hexenkönigs zu gründen. Und vielleicht doch mal irgendwas, was Leute rekrutiert. Was hältst du von Trollen oder Wölfen? Oder hättest du doch lieber gerne die Halle des Königs? Da kommen andere Jungs raus. Zuchtmeister und schwarze Numenoren. Ja, ich stehe voll auf Wölfe. Okay. Ich finde Wölfe cool. Unser neues Gebäude ist hier mitten auf die Straße. Dann können die Wölfe direkt sich an die infrastrukturellen Gegebenheiten hier anpassen. So, das dauert eine Weile und dann kommen da Wölfe raus. In der Zwischenzeit ist meine Armee hier vor dieser netten Taverne, wo sich Herr und Frau Hühner... Guck mal, die tun so, als wären die Armee gar nicht da wäre und die Armee wartet so. Sind die Armee, die versteckt sich hier. Die reden jetzt schon seit 10 Minuten. Die versteckt sich hier in deinem Haus, hier in deinem Baum. Das sieht keiner. Das ist eine Armee der Stalker. Mhm. Und wir gehen jetzt hier weiter diese Straße entlang. Ich hoffe, ja, Speere haben die gut, ne? Ja. Ja, er wieder ein bisschen übermotiviert, der Hexenkönig. Muss immer vorne mit dabei sein. Wir sind unterwegs. Dieses Land. So, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich alles verliere. Dieses Land wird leiden, hat er gesagt. Hat er gesagt? Ja. Ja, wenn er das, ne? Haben unsere Gegenwart bemerkt. Da hat wohl die Marketenderin da hinten in dem Kaufhaus Bescheid. Oh, oh. Jawoll! Der hat gesagt, und der Nächste. Jawoll, die stehen aber alle wieder auf, denn die haben Anti-Steinrüstung an. Anti-Steinrüstung? Ja, das sind die Besten. Oh, ein Katapult gegen... Aber zum Glück flüchten die. Das finde ich ja eine beeindruckende Leistung der KI. KI, ja. Dass die unterlegenen Katapultträger flüchten und nicht etwa den Angriff suchen. Ja. Da warten aber schon wieder Reiter auf dich. Oh, und schon wieder gesessen. Wie klug. Ja. Ich stürme jetzt einfach mal an. Dass die Reiter sich das alles mit angucken und nichts machen. Nein, ist. Kennst du doch. Weißt du, war ja bei Braveheart auch so. Da hat der große, wie hieß er noch? Wie hieß der große, böse Engländer? Joseph Stalin. Nein. Longshanks. Edward the Longshanks oder so. Der hat doch auch immer erst die Iren in die Schlacht geschickt und immer erst ein Regiment nach dem anderen. So lief das früher ab. Weil man musste ja die Lage checken. Wenn zu viele Leute auf dem Haufen sind, weißt du ja, damals konnten große Kriegsherren nur circa 1000 Leute wahrnehmen. Später wurde das dann abgegradet. Deswegen dürfen auch nicht mehr auf einmal kämpfen. Ah. Militär. Wo sind meine Katapulte? Wo sind die Katapulte? Ich hab die hingeschickt. Die kommt ein bisschen spät. Der brillante Feldherr Dennis Richtarski verlor heute seine erste Schlacht. Das sieht so aus, weil meine Katapulte nicht gekommen sind. Ja, die Katapulte. Wir können ja mal schauen, was meine Helden hier machen. Guck mal, da ist einer von ihnen. Das ist der bekannte Walter. Walter? Walter. Mein Name ist Walter. Walter. Ich wohne hier. Wuhu! Und Hexenkönig. Mogulverderbnis. Der anvisierte Feind verliert anhaltend, gewinnt einen Giftschaden, aber das ist natürlich nur gegen eine Einheit. Das ist oh, da wäre fast umgekippt, ne? Ja. Aber der Walter nimmt ja gar keinen Schaden da. Nimmt der. Guck mal, 15 Pferde gegen Walter. Oh oh. Oh oh, Walter, kennst du das? Mach mal auf Pause und dann kennst du das Spiel, wo ist Walter? Wo ist Walter, natürlich. Ja. Wie soll ich denn auf Pause machen? Achso, wir wollen spielen. Meinst du, ich kann hier auf Pause? Ich drück mal auf. Hier gibt es hier keinen Pause-Knopf. Escape drücken wahrscheinlich. Escape, ja, dann glaube ich, haben wir nicht mehr so viel zu gucken. Mist. Ja, wo ist Walter? Ist eine ganz tolle Geschichte. Ja. Hast du es früher auch immer aus der Bücherei ausgeliehen? Ja, ich bin einmal zu spät in den Unterricht gekommen, weil ich so fasziniert von wo ist Walter war. Echt? Dass ich nicht bemerkte, dass die Pause vorbei war. Das ist eine gute Ausrede. Ja. Ja, krass. Ich hatte immer nur so langweilige Sachen. Ich habe gesagt, ich war auf Klo. Mir war es peinlich zu sagen, ich hätte... Wo ist Walter gespielt? Hab ich verlesen. Schade. Wo ist Walter? Müsste man tatsächlich mal irgendwie neu auflegen in anderen Gefilden? Du musstest flüchten. Der Hexenmeister muss erbärmlich und allein den Rückzug antreten. Ja, so ist es. Tut mir leid. Und der Walter hinterher. Warte doch, Hexenkönig. Ja, ich bin es. Ich wollte euch natürlich nochmal den Kampf zeigen. Und jetzt, es wäre ja blöd gewesen, hätte ich jetzt erst die ganze Zeit langweilig mein Imperium aufgebaut. Ja, das geht ja auch nicht. Nein, es geht nicht. Aber das war, ich hätte auch sagen können, tut mir leid, aber ich habe hier nebenbei noch Wo ist Walter gespielt. Du kannst übrigens auch mal deine Punkte verteilen, ne? Ja, ich habe 10 neue. Ja. Tatsache, schauen wir mal rein in diesen Bildschirm. Mit 10 Punkten lässt sich viel anfangen. Ja. Ich habe hier die Macht des Schnees. Alle Strukturen im Wirkungsbereich können nicht produzieren, aber immun gegen Schaden. Langweilig. Gefrorenes Land, vereist Landstrich und plus 50 Schaden und plus 50 Rüstung. Das hört sich besser an, als ich vereise alles und ist langweilig. Für die das ist aber taktisch schon durchaus ein brauchbarer Spruch. Ja, auf jeden Fall.
So. Hier raucht's und qualmt's, denn ja, da werden Monumente erschaffen. Bauen wir ein paar Wölfe. Ja. Ich kann das natürlich auch direkt upgraden. Ich genau. glaube, es war doch bei Mittelerde 2 so, dass sich die Gebäude auch selber abgegradet haben, je mehr du gebaut hast, oder? Nee. Nee? Nee. Sicher nicht? Ja. Schreibt's in die Comments, wenn ihr anderer Meinung seid. Ich bin mir nicht sicher, ich habe aber alles auf eine Karte gesetzt. Ich hoffe, man merkt mir das nicht an. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Oh, hier. Coole Leute. Ja. Hallo. Wo sind meine Würfe? Ah, da kommen sie gleich raus. Zack. Warten wir auf ihre Ankunft. Tada, da sind sie. Oh, ein Rudel. Ein Rudel Wölfe. Ich finde, grafisch ist es auf jeden Fall immer noch auf der Höhe der Zeit. Vor allem die Bäume gefallen mir sehr, sehr gut hier. Ja. Gehen wir noch mal ein bisschen im Close durch die Gegend, während die Gebäude sich fertig bauen. Schöne Bodentextur. Welche Detailstufe ist das denn? Das ist die fast, Standardfrage. Das ist fast die höchste. Nicht ganz die höchste. Guck mal, niedergeschlagen, das Pferd nach, das Schwert so nach unten gebaumelt. Der arme Hexenkönig so. Ja. Steht vor den Scherben seines kleinen Imperiums. Ja, gehen wir wieder raus. Ja. Wir können das Ganze hier natürlich auch upgraden. Das ist nur ziemlich teuer. Oh, das geht gerade nicht, weil ich keine Kohle habe. Beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht in diesem, zu diesem Punkt. Bau mal so 2000 Wölfe. 2000 Wölfe, ja. Gerade. Ich baue jetzt einen Kampfturm. Und dann, wir greifen mit einer hier riesigen noch einen Kampfturm. Wir kommen da raus. Ja, das habe ich auch gehört. Mag klug sein. Der Wolf rasch. Ja. Ist ja auch eine Abhandlung von dir. So ein Wolfsrasch. Ja, dem hast du ja deine Doktorarbeit geschrieben. Ist wirklich wahr. Ist ja auch so, dass die Wölfe wieder stark bekommen sind, ne? Aus dem Osten, aus Polen. Ach so. Außer Ukraine wandern viele Wölfe wieder ein in Deutschland. Ja, und auf einen Wolf kommt ja, auf 1000 Wölfe kommt ja ein Werwolf. Wir können mal hier schauen. Hier ist die Chance, denn irgendwie 100-1, dass da jetzt einer bei ist. Aber wenn es einer wäre, dann würde ich sagen, der hier. Der ist es, ne? Ja, der auf guckt jeden so Fall, komisch. So wie der guckt. So, okay. Da sind die Nächsten. Da sind die Nächsten. Zack. Vereint euch mit dem Hexenkönig. Wo ist Kraft des Wolfes. Ja, warte, ich baue nochmal was Neues. Wir haben nämlich noch nicht hier die Halle des Königs errichtet. Genau. Da kommen auch Einheiten raus. Die möchte ich natürlich nicht. Ich will aber nur Wolfseinheiten haben. Noch ein paar Wolfseinheiten. Noch ein paar Wolfseinheiten. Ja, die sind ja in Bau. Ich habe nur bald kein Geld mehr wegen dir. Außerdem siehst du ja hier meine Kommandierungspunkte. Was macht der denn da? Der kämpft an so einer Puppe, oder was? Und der angelt ihm die da runter. Ja, ist das ja ist süß. Geil. Das der richtet den ab. Komm, fass. Wuff, wuff. Tatsache. Sehr interessant, ja. Ja. So trainiert man sich seine Haustiere zu blutigen Bestien. Nächstes Rudel fertig. Ja, das wird was, glaube ich, auf jeden Fall. Das noch mehr, noch nicht, mehr Wölfe. Schief gehen kann. Noch mehr Wölfe. Noch mehr Wölfe? Ja, die werden noch gebaut. Hier, das siehst du ja da. Ja, baut doch noch eine Wolfsgrube. Ja, ich kann ja vielleicht auch mein Geld in der Zwischenzeit dafür verwenden, irgendwie noch weitere Ressourcen ranzuschaffen. Denn ich habe nur zwei von diesen Mühlen. Das ist da. Mühlen. Bauen wir mal hier noch eine. 93, 96, 100. Da, perfekt. Ja, wer sich jetzt fragt, was diese Potenz sein sollen, folgendermaßen, um zu verhindern, dass man einfach wahllos unendlich viele Ressourcen produzierende Gebäude errichtet, gibt es einen Radius und man bekommt nur 100% Ressourcenausschub, wenn man in diesem Kreis quasi ungestört arbeiten kann. Ganz genau, die Kreise, die kann man ja hier nochmal zeigen. Ja. Da siehst du es. Sollten schon relativ allein stehen. Ich setze nichts dazu, das hast du schon sehr schön. Noch mehr Wölfe! Noch mehr Wölfe, noch welche. So. Und wollen wir den Angriff schon wagen? Den Wolfsangriff? Nee, ich will noch mehr Wölfe. Ah, wir werden gerade angegriffen. Daleks! Oh, schick die Wölfe nicht mehr! Warte, jetzt habe ich hier Spezialangriff. Was ist denn das? Ein Grafikfehler. Aha, und da ist The Dog. The Dog! Ist das nicht geil? Du baust ganz viel Wölfe, ich sag mehr Wölfe und schon ist The Dog da. Ist das nicht ein geiler Zufall? Ja, und dieser Hunde-Bellton. Bing. 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 Ja, so ein Scheiß! Ja, was soll das denn? Game Crash steht auch noch Game drauf. Crash. Weißt du, das Ding ist, dass mir das jetzt schon zum dritten Mal passiert ist. Ich habe es vorhin erzählt und muss ja auch mal neben den positiven Elementen hervorgehoben werden, dass Schlacht um Mittelerde vielleicht nicht ganz so stabil ist. Ja. Und das ein Punkt ist, der vielleicht doch negativ auffällt. Keine Werbung für dieses Spiel. Durch einen Systemabschutz macht man sich viele Käufer abtrünnig. Allerdings haben wir Werbung für uns. Die seht ihr jetzt. Ey, ich weiß zwar, dass du mich schon immer mal mit gelbem, senfartigem Pulver beschmieren wolltest, aber das geht zu weit. Oder wir machen es einfach jetzt und ihr guckt Werbung. Es kommt ein bisschen mehr. Ups.
Dennis Richtarski kommt aus Hamburg. Eine wichtige Sehenswürdigkeit dieser Hansestadt ist natürlich der Kiez. Und jeder von euch, der schon mal in einer Wichskabine war, weiß, was das hier ist. Zum Glück hat Dennis sowas immer dabei, denn wer weiß, wann es ihn überkommt. Er hat ja gerade selbst freimütig zugegeben, es 10-mal am Tag zu können. Auf mir allerdings war nicht der Plan. Herr Richtarski. So, die nehme ich lieber mit. Ja. Wenn ihr Interesse an ihm habt, dennis@giga.de. Ich bin sicher, ihr kriegt einen Haufen E-Mails. Tim, ja. 1000 Euro ist die Zahl des Glücks. Das stimmt. Ich habe ein schönes Comment gefunden, ja, von Blacksuit1988. Ich gehe pennen, gute Nacht. Gute Tschüss. Nacht. Leute, hoffen mal, dass der PC noch gut wird. Ja. Also bis dann, see you. Ja, 1988 geboren, ist dann logischerweise 18. Oder? Da darfst du aber schon länger aufbleiben. Ja, aber ich habe noch was Interessantes gesehen. Ja. Und zwar im Thread 320 GB zackt. Zackt. Ja, zackt. Nicht zacken, sondern zackt. Ja. Dann steht hier irgendwo, wo war es denn jetzt hier? Wo war hier? Es noch? Wo war es noch? Da habe ich es gelesen. Ich habe 200 GB von, ja, The Black Frog, der schreibt das. Und wenn ich damit nicht arbeiten würde, wären 320 echt wohl zu viel Musik und so weiter drauf. Der nächste schreibt... 320 GB, lol. Ein Spiel braucht durchschnittlich 5 GB, 40 Spiele wären also dann 200 GB. Und dann noch Programme, Videos und so weiter. Ich möchte dann mal die Performance von so einem Rechner sehen, der mit so viel Daten zugemüllt ist. Lieber Freaky00, ich lade dich recht herzlich ein, vorbeizukommen, Herr Ricks Rechner mal auszumisten. Ja, ich auch übrigens. Ich wette, da sind noch nicht mal 320 Gig drauf, also in der Platte oder die Platte, die da eingebaut ist. Und trotzdem ist sie komplett voll. Also es, ja, ist durchaus zu schaffen. Und ich habe aber auch schon so vom Feeling her, was die meisten Leute schreiben, einfangen können, vom dass Feeling sie lieber 320 Gefühl. Gigabyte wollen. Ganz genau. Ja. So, dann hatte ich noch was Interessantes gesehen. Und zwar haben viele Leute gesagt, Gehäuse ist mir doch ziemlich wichtig. Und die meisten da draußen oder viele von euch da draußen bevorzugen momentan ein A+ bzw. Lian Li Gehäuse. Hoch im Rennen scheint momentan zu stehen eben jenes hier. Entweder das für 75 oder das für 76,90. Und hier, das ist zum Beispiel ein ganz nettes, was ich auch in den Comments finden konnte. 76,90 kostet momentan. Kommt mit den eben gewünschten 220mm Lüftern daher. Einmal hier an der Seite und einmal dann hier quasi direkt hinter den Festplatten. Könnte also durchaus das Gehäuse sein, was später bei uns mit in den fertigen Rechner einfließt. Ich bin da gespannt, was ich weiterhin für Comments lese. Und ich habe natürlich auch mal geschaut, was eure Wünsche angeht bezüglich des RAMs. Denn die meisten Leute, habe ich eben schon gesagt, wollen gerne 2 GB RAM haben. Ich persönlich bin ja eher der Meinung, ich hole mir bei so einem Rechner lieber 1 GB mit richtig schön schnellen Timing. Das heißt, er hat richtig schöne Taktung. Oder, trifft für mich eigentlich nicht zu. Oder man holt sich halt dann 2 GB, allerdings nicht ganz so schnell. Ich habe da lieber 1 GB und rüste dann noch ein bisschen später dann auf und habe mal geguckt, was denn hier zum Beispiel noch anstehen könnte. Ich habe ein paar Sachen gelesen wie Kingston oder XMS, wobei letztere relativ teuer sind. Und hier habe ich zum Beispiel mal was gesehen, wenn man sich zum Beispiel den Corsair XMS2 holt, 1 GB, DDR2-800er wären das dann auch, allerdings mit einem niedrigeren oder langsameren Taktung, 55512, wäre das bei 130. Also das sind gerade mal 35 Euro Unterschied. Und wenn ich mir jetzt davon 2 holen wollen würde, wäre das immer noch ziemlich teuer. Von daher, aber ich bin da sehr gespannt, was sich da noch so für alles Sachen oder was sich für Sachen noch so ergeben. Ich refresh mal kurz hier in den Comments und guck da mal. Ich habe gerade eben irgendwo noch was gelesen und zwar... So und nicht besser. Da hat jemand geschrieben, er würde sich ein Core 2 Duo E6400 holen. Wobei ich mich da schon frage, also warum soll man sich zurzeit einen Core 2 Duo 6400 holen? Wir erinnern uns, es gibt die Produktreihe 6300 bis 6800. 6800 ist dann die Extreme Edition für 1000 Ocken. Und 6300 kriegt man momentan so für 190 Euro mit Lüfter dabei. Und die lassen sich prima übertakten. Sind wir ehrlich? Und wenn man sich dann also einen 6300er holt für 190 Euro mit einem Lüfter schon dabei, den ein klein bisschen übertaktet, ich habe da schon Sachen gesehen wie bis 3 GHz und so weiter und so fort, muss ja nicht sein, zumindest jetzt noch nicht, dann reicht das eigentlich auch vollkommen aus. MSI P965, ja, 100 Euro, zweimal Kingston DDR2 800er mit 512, 150 Euro. Mhm. Dann haben wir hier
Die Grafikkarte, ich gehe jetzt mal davon aus, er meint dieselbe, wobei ich da gerade eben zur Grafikkarte einen richtig schönen Thread gelesen habe, den zeige ich auf jeden Fall gleich noch, von Moron TV, so nennt er sich in den Comments. Soundblaster, ja, Soundkarte habe ich jetzt gar nicht so mit eingerechnet, denn die meisten heutzutage, die meisten Boards haben einfach schon einen relativ guten Onboard-Sound dabei. Wer jetzt noch unbedingt sowas braucht, muss natürlich ein bisschen investieren. Sagt hier, 250 GB SATA Seagate-Platte, 80 Euro, DVD-Brenner NEC für 40 Euro, naja. Aber ich gehe mal rüber in den Thread, den ich gerade eben erwähnt habe, und zwar nennt er sich Let It Be Technisch. Moron TV schreibt was sehr, sehr Gutes. Er sagt, ich arbeite selbst in einer PC-Schmiede und habe noch ein paar Anmerkungen zu machen. Zu der Crossfire-Möglichkeit der Grafikkarte. Der Crossfire-Modus bringt zunächst einmal nichts, oder der Crossfire-Support der Grafikkarte, da das Mainboard nur einen PCI-Express-Slot hat. Lieber Moron, oder ich glaube, du heißt Michael, das Recht habe ich gerade eben erst gesehen. Leider Gottes gibt es auf dem Board momentan nur einen PCI-Express-Anschluss. Das heißt, wenn ihr dann später darauf getippt hättet oder gehofft hättet, euch eine weitere Grafikkarte mit einzubauen, um die dann im Crossfire-Modus zu betreiben, leider nicht, aber für den Preis immer noch eine gute Grafikkarte. Da sagt er, glaube ich, auch nichts gegen. Dann sagt er aber, interessant sind natürlich auch passive Karten, wie zum Beispiel die 7950 GT von MSI. Kostet aber momentan, wenn ich mich nicht täusche, mindestens 90 bis 100 Euro mehr. Von daher fällt es schon fast wieder aus dem Rahmen. Aber ich sehe da schon findige Tüftler, die da in den Comments ihre Vorschläge schreiben und da sparen und bei den Grafikkarten vielleicht ein bisschen mehr Geld drauflegen. Wenn man allerdings eine passive Grafikkarte besitzt, sollte man auch in ein gutes Gehäuse investieren, da das Gehäuse den Luftstrom bereitstellt. Völlig richtig. Zum Arbeitsspeicher, 2 GB sind in einem Spielerechner unerlässlich, da zum Beispiel Gothic 3 mindestens 1,5 GB empfiehlt. Da das Board auch Dual-Channel unterstützt, müssen die RAM-Module, die im Dual-Channel laufen, auch gleich sein. Das heißt, gleicher Hersteller, gleiche Chipbesetzung und auch Produktionsdatum, also am besten gleich zweimal 1 GB Module kaufen. Dann sind immer noch 2 RAM-Slots frei. Zu der Festplatte würde er eine Western Digital 250 oder 320 GB RAID Edition mit 16 MB Cache nehmen. Und er schreibt darunter nochmal, was es dann mit der RAID Edition auf sich hat. Und er sagt, aber das sind natürlich alles Sachen, die den Preis steigern. Allerdings zeigt bei uns die Erfahrung, dass 50 Euro mehr, wobei das schon ein bisschen mehr sind als 50 Euro, viel mehr Freude beim Betrieb bringt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und hier gibt es noch eine Ergänzung. Er sagt, es gibt auch eine Gigabyte 7600 GT passiv. Die ist dann ein gutes Stück günstiger. Sind alles richtig schöne Vorschläge, könnt ihr selbst mal reingehen. Giga.de ist die Adresse, dann in den Max-Bereich und hier in den Comments. Du siehst schon, hier ist eine wirklich große Unterhaltung entstanden oder Diskussion entstanden und hier sagt noch einer als Foren- oder als Comment-Thread-Starter Thermaltake Tsunami. Das ist auch das Gehäuse, was wir letztes Mal benutzt haben bei unserem Community-PC. Dürfte mindestens momentan so bei 90 Euro liegen, wenn ich mich nicht täusche. Ist schon relativ teuer, aber ist natürlich auch ein ordentliches Gehäuse. Und er sagt, er hat die XMS2, DDR2, also quasi, er setzt da auf 2 GB RAM. Hier haben wir noch von Patient eine ganz lustige Frage. Was denkst du, ist der beste PC, den man kaufen kann, auf dem wirklich alles gehen kann, egal wie teuer? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dann würde ich mir irgendwie so aus so einer NASA-Erforschungsstation oder von irgendwo so einen Server in mein Zimmer stellen. Aber ich glaube, brauchen wir jetzt nicht so mutmaßen, das wäre sowieso viel zu teuer. Die Diskussion Low Price für 1000 Euro ist immer noch groß im Gange und hier steht noch, wie wäre es eigentlich mit Wasserkühlung? Warum nicht dazu greifen, wenn man schon was Gutes zusammenbaut? Tja, das ist vielleicht eine Idee für einen kommenden PC, der wird aber dann preislich wahrscheinlich wieder ein bisschen höher angesiedelt sein. Aber apropos Wasserkühlung kann ich schon mal sagen, ich werde demnächst den guten Björn Bartsch von Shakun hier haben. Mhm. Und mit ihm zusammen werden wir dann mal einen Rechner, vielleicht ja den Rechner, dann pimpen. Das heißt, wir werden eine richtig, richtig schicke Wasserkühlung einbauen. Pimpen, was pimpen wir für einen Rechner? Wie einfach das denn funktioniert, weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir es mit unseren neuen. Von unseren zahlreichen Zuschauern, die heute so nett erschienen sind. Wieso machen wir es nicht mit unseren? Nee, machen wir das doch. Ja? Achso, ruf doch eine Aktion aus. Was müssen Zuschauer tun? Zum Beispiel 10 Minuten mit Dennis Richtarski in einem Raum verbringen? Als Mutprobe? Ja, zum Beispiel. Ja. Also, wenn ihr es schafft, hierher zu kommen und 10 Minuten mit Dennis in einem Raum verbringt. Falls Dennis noch kommt, lasse ich dir ein Tuch hier. Den Rest nehme ich mit, denn ich muss mich in die Gefahrenzone begeben. In die kontaminierte Richtarski-Zone.
wie sie bei uns genannt wird. Ja. Vorsicht ist geboten. Ich sehe, du hast dein Hemd schon abgeleckt. Es ist wieder alles in Ordnung. Ja, war etwas salzig, ja. Aber nun gut. Da muss man wohl mit rechnen. Damit lebst du mindestens 10 Tage länger in deinem nicht mehr allzu langen Leben. Ach, was hast du denn noch für Pläne mit mir? Das fahren wir bei der nächsten Episode bei. Kennst du Ist nur gut, der Großvisier? Nein. Ich will Kalif werden anstelle des Kalifen. Kennst du nicht? Nein. Ist das gut? Ja. Hab ich das verpasst? Ja, Comics. Das ist ein Comic. Okay, so, das Ding ist, ich habe den PC erst jetzt wieder hingekriegt gerade. Ich habe noch ein bisschen was geschaut und lade euch jetzt was Schönes, nämlich ein Gefecht. Ein Gefecht, in dem ich doch schon relativ weit fortgeschritten bin und wir einen Angriff starten auf die Gegner, nämlich auf die Zwerge. Und wir sind die bösen Angmar, das seht ihr hier auf diesem Bildschirm, und werden denen jetzt gleich mal die Hölle heiß machen. Gibt eine ganze Menge neue Karten natürlich auch dabei. Und, was geht jetzt hier ab? Auf einmal Disco hier, das ist auch nicht schlecht. Guck mal, was der Tim macht, sobald man nicht da ist. Ja, guck mal, Sandro, zeig mal, was der Tim macht. Ist der Tim nicht da? Einmal lässt man ihn alleine. Ja, was geht denn da? Was geht denn da? Verschwunden. Unglaublich, ne? Lässt man den einmal in Frieden, ne? Mann. Ja, du sollst mal deinen Rechner runterkoppeln, drosseln, hat die Regie gebeten. Auf dem PC? Auf deinem Rechner. Ah, Werbung. Okay. Ja, okay, Sekunde. Ich soll das mal kurz leise machen. Bist du auf giga.de? Ach, kann sein. Ja. Kann sein. Wir haben eine ganz neue Band, die uns featured am Anfang der Seite. Genau. Sekunde, ich tap mal kurz raus. Ich hoffe, das zerstört jetzt nicht wieder alles. Denn wir haben ja gesehen, das ist doch recht instabil. So, wo ist die laute Werbung? Ja, die ist halt ständig da bei uns. Mach mal weg. Die laute Werbung. Das Problem ist, dass wir so erfolgreich sind, dass jede größere Firma bei uns viel Geld lassen will für Werbung. Okay, pass mal auf. Ja, aber kommt doch gleich wieder eine neue. Ist sie weg oder ist sie nicht weg? Ja, ich hab mein giga.de. Da ploppt doch ständig was auf. Die ist nicht weg. Ah, okay. Ich höre das blöderweise nur aus seinem Ohr, weil meins gerade nicht dran ist. Weil euch fehlt ja eine Tonspur. Die hier oben im Ohr sitzt, ja, bei dem seid ihr da auch. Ist es jetzt weg? Ja. Das wäre sehr lustig für euch, wenn ihr das hören könntet. Ist immer noch nicht weg. Mach doch einfach die Seite zu. Wie? Was willst du denn da noch? Da oben. X. Soll ich wirklich? Ja. Ist sie jetzt weg? Ja. Woo! Aber da war doch gar keine Werbung. Spielt die, ist das so? Natürlich, ja, da überall Werbung. Da war keine Werbung. Hast du schon mal giga.de ohne Werbung gesehen? Nee, hast du recht. Also, jetzt geht doch ins Spiel. Schauen wir mal. Wie steht's mit den Wölfen? Alter Mann. Ja. Diese Mauern kann ich ja kaum einreißen. Das ist ja ähnlich wie bei Herr der Ringe. Was übrigens stimmt, denn ein großes Manko aus meiner Sicht vom Gameplay von Herr der Ringe, ich dachte mit der 2, sind zum Beispiel die Mauern. Da kann man für 580.000 Goldmark Mauern aufbauen, die stabiler sind als so manche Berliner Mauer. Und dann kommt irgendein Troll, wirft einen Stein gegen alles, ist eingerissen. Nein! Finde ich sau daneben. Ja, das ist ein kleiner Fehler im Gameplay. Gameplay. Fortsetzen! Ja, bitte, jetzt weiter. So, jetzt geht's hier. Noch viel zu zeigen, viel zu tun. Wo sind die Wölfe? Was ist denn passiert jetzt? Du wurdest ja angegriffen. Ja, wenn er zu eben zugehört, da habe ich mich gesagt, ich habe einen Skirmish-Play geladen. Und ich halte gerade diese Brücke. Ihr seht das, die sieht sehr toll aus. Ist eigentlich ein Fluss ohne Brücke, aber ich nenne es jetzt einfach mal Brücke. Und eine Furt. Eine Furt. Wobei Furt, wenn man das Englisch ausspricht, ne? Heißt es was? Furt. Das ist nicht, weiß ich, wird Furt nicht mit TH geschrieben, vielleicht sogar? Furt? Keine Ahnung. Boah, die wird beschossen! Oh. Effekte! Das hab ich gemeint. Ein Stein. Nee. Doch, sag doch. Sag doch, doch. Doch, doch, doch. Ja, du hast recht. Dann immer, wie immer. Ich ziehe in die Schlacht. Schauen wir mal. Mist, das hatte ich jetzt so nicht geplant. Ich wollte eigentlich gerade eingreifen und nicht vom Präventivschlag irgendwie gecatcht werden. So, schnell, müssen wir los. Ich habe aber haufenweise Helden. Zum einen haben wir hier den dicken Bruno, den Bergarbeiter. Wie heißt er? Walter? Walder. Ja, wo ist Walder? Mit dem Walder. So, wir spielen gleich mal. Den Walder. Den Walder, der kommt gleich. Haben wir hier die Morgumir. Und übrigens, der Hexenkönig ist der war auch selber Ringgeist. Das war, glaube ich, auch dieser Oberringgeist. Deswegen sieht er auch so aus und der konnte von keinem Mann getötet werden und wurde dann im dritten Teil, habe ich in den Comments gelesen, von einer Frau getötet. Ja, weißt du auch von wer? Von Eva? Von Nein. Von die im weißen Kittel? Die Blonde war das. Die Blonde. Die erst auf Aragorn so scharf war. Dann hat sie gemerkt, er ist vergeben und dann hat sie sich an den Bruder von Boromir rangemacht. Eragon oder wie der heißt. Schlampe.
So, ziehen wir weiter. Oh, da kommen noch mehr. Mist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit so viel Widerstand. Ja. Zwergen mit langen Stöcken. Das sind die Zahnstocherträger, heißen die. Ja. Boah, wie er schreit vor Schmerzen. Geht natürlich einiges ab. Wer ist denn das da? Der große Gnome da. Ist das dein Custom-Held? Nee. Doch, das ist mein einer Dingsbums-Held. Der Rogash, der Troll des, wo steht das? Der heißt wie so ein ungarisches Fleischgericht. Der, guck mal, was der kann, Alter. Jetzt machst du den hier. Oh, die Riesenkeule. Wow. Ja, der hat's drauf. Was kann der noch? Sekunde. Wir müssen nebenbei auch versuchen, dass wir nicht zu viele Verluste haben. Der eine ist gleich tot, ne? Oh, Mist, ey. Jetzt kommen sie da mit so einem Klavier, oder was ist das? Ja, ein Klavier, eindeutig. Man sieht, wie kultiviert du bist. Ja. Sehr musikalisch. Zorn des Nordens. Der Held verursacht deutlich mehr Schaden und hat mehr Rüstung. So, jetzt Zorn des Nordens hast du auch nur aus lokalpatriotischen Gründen genommen, ne? Selbstverständlich. So. Mist, da brechen ein paar Schweine durch. Nee, ist meine. Lass doch mal die Wölfe an die Front, die räumen schon auf. Ja, ich sehe gerade, ich habe nur noch Helden da am Kämpfen. Ja, ist doch super. So, such doch mal Walter. Wo ist Walter? Wo ist Walter? Wo ist Walter? Wo ist Walter? Ich sag's dir, hier ist Walter. Ach, scheiße, siehst du, guck mal, ich hab... Walter ist ja so ein Druckeberger, der Walter ist ja das Letzte. Oh, ätzend, ey. Jetzt muss ich wieder meine Ork-Kollegen holen, das ist mein Spezialspruch. Ja. Ich kann übrigens auch einen neuen mal mir rausziehen. Mach doch mal, was ist das da? Mir fehlt noch ein bisschen was. Hier für die Großen brauche ich 25. Da blinken ja noch. Ja, die sind nicht so geil. Und was ist das da rechts? Das rechts ist doch das hier mit... Ach, das schon, der macht das Schnee. Da kommen sie! Ja, der Zorn des Nordens mit seinen Ork-Kollegen, die ich gerade herbeigerufen habe. Jetzt so eine leichte Überzahl-Situation. Jetzt haben sie nämlich Angst, ne? Das ist dieser Angstspruch. Nee, die sind alle tot. Du verwechselst das. Tod und Angst. Tod und Angst. Ja. Liegt manchmal sehr nah beieinander oder folgt unmittelbar aufeinander. So, was los? Sind hier noch Jungs, die ich umhauen muss? Nee. So, dann kommen die auch nochmal mit an die Front mit meinen Orks, die natürlich nur eine gewisse Halbwertszeit haben. Hier unten siehst du sie ganz sehr, sehr, sehr versteckt. Ah, Mist, da fliegen Axten, Äxte. Axten. Aus diesem Gebäude, das sich nennt, ich dachte, jetzt poppt was auf. Das ist ein Zwergen... Zwergenförderungs-Atomkraftwerk. Hain. Der Gezeiten. Hain. Ja. Hain. So, ist Walter jetzt da? Da ist Walter! Walter! Hey, Walter! Nun. So, pass auf, ich misch jetzt mal. Jetzt sagst du mir, wo Walter ist. Ja, da ist er, ich sehe ihn. Da ist er. Da. Ja, zack, hab ihn gefunden. Jetzt hat er ihn gefunden. Der Rotschopf. Ja. Zack. Oh, Mist, meine Leute brennen. Das ist nicht gut, hab ich gehört. Ja. Messergabel, Schere, Schärlich. Feuer, damit spielen Orks nicht. So ist niemals das nicht. Sprichwort. Ja. Ja, da haben sie sich jetzt... Da bauen die da noch schnell was und da kommen welche raus. Oh, auf, lädt mich zuerst auf dieses... Zwergpikiniere. So, dann mache ich Todesgeflüster. Aber das ist auch wieder nur ein Spruch, der gilt auf eine Einheit. Deswegen auf diese Massenregimenter bringt das nicht so viel jetzt da mit einem fetten Megaspruch draufzuhauen. Ja, ja. So, jetzt habe ich 20 Punkte, das reicht immer noch nicht. Die unauslöschliche Schande der Niederlage. Was? Guck mal, wie weit ich vorgeschritten bin hier. Auf deinem Namen lastet, möchte ich dich retten, indem ich ganz schnell ein bisschen Emergency Commercials einspiele. Genieße sie, sie retten dir den Ruf. Wenn du viel Spaß. This woman said to me, hear
Give your son that we can eat him. Give your son that we can eat him. Give your son that we can eat him. Weiter. Ja, viele Leute fragen sich, warum haben Computerspieler einen so schlechten Ruf? Ich kann mir das nicht erklären, aber Tim Feldner vielleicht, denn der weiß Bescheid über alles in der Welt. Er ist sowas wie das allwissende Auge. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin immer noch fleißig in den Comments unterwegs. Ja. Unter anderem habe ich die Frage bekommen, wo beziehst du eigentlich deine Preise her, die wir ja im Artikel angegeben haben. Vielleicht darf ich mal so Schulter... Klar, schon also. Das ist so wie bei World of Warcraft. Nee, Nein, lass mir doch das den Traum. Das ist wie bei Mittelerde, bei den Helden, die man erstellen kann. Da kann man dann so Schulterschoner irgendwie sich aussuchen, du kriegst die gelben. Dennis, das ist doch viel eher wie bei World of Warcraft, Vorsicht. Oder? Brustharnisch. Helm? Rücken brauche ich noch. Helm. Nein. Helm. Du brauchst einen. Junge! Du brauchst doch einen Helm! Wenn du wieder in den Krieg mit der Community ziehst. So, okay, Rücken kriegst du auch noch einen. Danke, das ist nett. So, was ist mit Lendenschutz? Dennis, möchtest du den Lendenschutz anbringen? Schurz, nicht Schutz. Schurz? Lendenschutz? Lendenschurz. Freunde, ich erzähle euch mal in der Zeit ein bisschen was über die Seiten, wo ich immer nach den Preisen schaue. Unter anderem eine gute Seite, meiner Meinung nach, Alternate. Nicht unbedingt, um den günstigsten Preis rauszukriegen, aber die haben immer ein sehr hohes oder großes Angebot. Gerade habe ich jetzt übrigens nochmal nach dem neuen Netzteil geguckt. Shakul Silentstorm bin ich eigentlich ein recht großer Freund von. Haben bei mir immer recht hoch gestanden, was ja die Lüfter-Temperatur, Lüfter-Lautstärke und so weiter angeht. Hoch im Rennen. Aber letztens habe ich einen Test gelesen, da haben die Leute gesagt, ja, sie hatten das richtig lang am Laufen und als es dann mal so richtig abging, als da viel Power drauf war, wurden die richtig, richtig laut und fingen an zu rappeln. Vielleicht seid ihr ja der Meinung, ein Shakun Silentstorm sollte trotzdem mit rein, dann könnt ihr zum Beispiel mal bei Alternate schauen und das Schöne ist, da gibt es ja diesen wunderbaren PC-Bilder, hier gibt es den, ist jetzt nicht etwa so, dass ich Werbung für Alternate mache, aber könnt ihr euch einfach mal umschauen. Und eine großartige Seite, einfach nur geizhals.at. Es gibt ja viele Seiten mittlerweile, wie zum Beispiel günstiger oder. Aber geizhals.at finde ich eigentlich ganz nett. Da kann man dann erstmal auswählen, dass man in Deutschland suchen möchte. Und wenn man sich dann für irgendwas interessiert, sei es zum Beispiel eine neue 8800 GTX, kann man da gucken, wo die dann momentan am günstigsten sind. Und da ist eigentlich immer recht hoher Verlass drauf. Wenn ihr dann hier auf den jeweiligen Punkt klickt, kriegt ihr ein kleines Bild, kurze Beschreibung und hier unten kriegt ihr dann die ganzen Shops, wo die Karte oder das Produkt eurer Begierde angeboten wird, zu welchem Preis und wie gut, vor allen Dingen, das finde ich sehr gut, der jeweilige Shop, Online-Shop, jeweilige Laden dann abgeschnitten hat. Könnt ihr euch dann hier alles nochmal durchklicken. Das nur mal so am Rande, aber wir wollen natürlich nochmal einen Blick in die Comments werfen, unter anderem von 8.1, der schreibt, Chief-Tech-Gehäuse. Das beste Gehäuse ist das TS601 Dragon in Silber. Sehr schön, auch die Antwort von Nobleman. Ja, die Farbe ist natürlich essentiell für die Qualität. Tja, muss man schon haben. Also, ich finde, das Gehäuse muss einem schon gefallen. So ist es ja nicht. Aber ganz so großen Wert haben wir in unserer Auswahl darauf jetzt nicht gelegt. Lüfter und so weiter, was das alles angeht, ist natürlich wichtig. Klar, achtet da einfach mal drauf, guckt, was euch da am besten gefällt. Und das von Chief-Tech, das Gehäuse, ist natürlich gar nicht so übel. Wir gucken mal weiter, was es noch so alles gibt. Preise, das sollte ich jetzt eigentlich ausdrücklich beantwortet haben. Und ich gucke mal nach, was die anderen so schreiben. Blink schreibt geizhals.at und auch Rocky Junior schreibt geizhals.at dann auf Deutschland. Oder preistrend.de, Mindfactory, also Sachen habe ich da gelesen. Oder
so weiter. Könnt ihr euch dann da alles mal durchlesen. Und das ist auch eine sehr interessante Frage. Hier fragt nämlich Patient, wie findet ihr den XPS 710? Beziehungsweise allgemein habe ich mal so ein bisschen auf der 710 auf der Dell-Seite rumgestöbert. Und klar, das hat natürlich seine Vorteile. Bei Dell gibt es natürlich unter der XPS, unter der Gaming- oder Gamer-Serie, Produktlinie immer richtig, richtig gute Rechner. Die sind dann natürlich auch ein bisschen teurer. Das heißt, 1.500 € kostet momentan der XPS 710 in der Standardausstattung. Die haben dann auch immer ab und zu so ein paar Sonderangebote, wie zum Beispiel jetzt hier. Angenommen, wir würden uns für den Dimension E521 interessieren. Der liegt momentan bei 949 €. Dann gibt es hier unten zum Beispiel gratis Lieferungen, jetzt mit 2 GB anstelle von 1 GB und so weiter und so fort. Noch bis kurz nach Weihnachten gültig das Ganze. Und hier ist dann ein Athlon verbaut. Würde ich momentan einfach nicht so greifen. Das ist jetzt nicht so, dass ich so der absolute Intel-Fan bin. Aber die haben einfach mit dem Core 2 Duo sich die Performance-Krone zurückgeholt und die ganzen bisherigen AMD-Begeisterten mussten sich eingestehen, dass die einfach Performance- und vor allen Dingen preis-leistungstechnisch momentan sehr, sehr gut sind. Dann gibt es da ein originales Windows XP mit dabei und wir haben ein DVD- bzw. CD-Combo-Laufwerk. Ich klicke nochmal zurück. Wo haben wir es denn jetzt? Hier. Aber da kommt natürlich dann das große Minus. Gerade mal eine Radeon X 1300 Pro. Jetzt habe ich gerade eben auch schon überlegt, die Restausstattung ist ja ganz nett. Wir haben auch eine 640 GB Platte mit drin. Aber wenn ich mir jetzt theoretisch meine ATI-Grafikkarte verkaufe, irgendwie bei eBay oder so, und mir eine neue hole, ich glaube, das rechnet sich nicht. Für die Karte kriegt man maximal 50-60 € noch. Also ich weiß nicht, viel mehr wäre ich zumindest jetzt nicht bereit, da noch unbedingt für auszugeben. Vielleicht kriegt ihr sie ja ein bisschen teurer weg und dann könnt ihr euch einen besseren Rechner holen. Wir gehen nochmal in den Artikel rein. Vielleicht gibt es ja nochmal Fertigsysteme. 1.000 € PC aus der GameStar. Schauen wir mal, was die Kollegen von der GameStar momentan so vorschlagen. Die sagen einen Core 2 Duo E6400 für 220 €. Auch hier wird das MSI-Board genannt. 965 oder P965 NeoF. Zweimal Kingston-RAM. DDR2-800er, 512 MB, 150 €. Kommt dann summa summarum ganz am Ende auf 985 €. Und auch er sagt, gut, hier ist jetzt keine Soundkarte drin, aber wenn man nicht unbedingt 5.1 Sound oder so haben möchte, dann braucht man auch nicht dringend eine extra Soundkarte. Ja, das war's fürs Erste eigentlich für den Community oder den neuen Low-Price-PC. Viel Performance für wenig Geld war unsere Devise, das haben wir uns überlegt. Und Vorschläge könnt ihr natürlich weiterhin in die Comments posten. Die Tage über werde ich einen Thread im Forum starten mit einem Vote, wo dann die meistgenannten Produkte nochmal aufgeführt sind. Dann stimmen wir ab, beziehungsweise ihr stimmt ab. Wir bestellen das Ganze, was dabei rumkommt, und prüfen es dann ausführlich. Ja. Kann ich den Lendenschutz auch noch haben? Du brauchst die Rüstung ungern nicht. Dennis Richtarski, dann nehme ich einen neuen. Dennis Richtarski, brauchst du viel eher, denn er stürzt sich in eine wilde Schlacht. Battle for Middle-Earth 2. Der Aufstieg des Hexenkönigs, bei dem es sich, wie das Forum uns belehrt, tatsächlich um den Anführer der Ringgeister handelt. Ja, Tatsache. Wie wir mittlerweile wissen. Hast du mir den Lendenschutz mitgebracht? Ja. So. Willst du denn mal meinen Joystick sehen? Ja, doch, jetzt bin ich interessiert. Ja. Großartig! Wäre ich aber an deiner Stelle nicht besonders stolz drauf, ehrlich gesagt. Der hat 2 Knöpfe. Wie viel hat deiner? Auch 2. Waren nur kleine. Ja, wir haben abgeschlossen eigentlich mit der Schlacht um die Mittelerde. Wie abgeschlossen? Die ja irgendwo. Was? Abgeschlossen? Ja, wir sind durch. Ich habe das falsche Spiel in der Hand. Ich habe aber jetzt großspurig angekündigt, dass es noch ein bisschen mehr gibt. Ja, das ist dein Problem. Das hast du häufig. Denn ich möchte gleich noch ein paar Trailer zeigen, die unglaublich spannend sind. Du wirkst verwirrt auf mich. Ja, wo ist das? Was suchst du? Ach, da! Danke! Die Schlacht um Mittelerde 2, das ist das Spiel. Ja. Wir haben es gesehen, es ist bei mir an diesem heutigen Tage 3-mal abgestürzt. Aber für die Leute, die die Schlacht um Mittelerde mögen, ist das eigentlich ein absolutes Muss. Und für alle anderen, es ist wie so eine Rüstung. Das wiegt ganz schön. Kannst ne? du mir hier auch noch eine? Ja, mach doch selbst. Nein, das ist der Lendenschutz. Das ist, hier siehst du doch. Das ist Schulterpolster. Ah, danke. Das ist der Brustharnisch. So, Rücken- und Lendenschutz. Danke. So, jetzt fühlt sich eine Nummer sicher. Jetzt können wir du auch. Hast du auch was? Oh. Das brauche ich. Das ist mein Schutzmechanismus, wenn ich in den PC-Bereich komme. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Schlacht um Mittelerde. Ich weiß nicht. Du hast. Ich habe gesagt, es gibt Schlacht um Mittelerde. Und dann hast du gesagt, nee.
Gibt's doch nicht. Und dann seitdem warte ich auf irgendwas. Ja, ja, ich wollte nur kurz sagen, dass es trotzdem natürlich ein ganz tolles Spiel ist, auch wenn es abstürzt, nur man muss natürlich seine Konsequenz ziehen. Zum Beispiel die USA hat gerade eine ganz interessante Konsequenz gezogen, beziehungsweise die dortigen Spiele-Redaktionen, denn ja. Gothic 3 wurde da ja vor kurzem released und es hat ganz, ganz miserable Wertungen bekommen. Also in Deutschland und in Europa und in Deutschland eher beziehungsweise England war es eigentlich noch relativ beliebt und hat so 80er, 90er Wertungen tatsächlich bekommen. Ja. Dort so eine 40er, 50er Wertung. Aber das war eine kleine Abschweifung. Das ist ein ganz interessantes Spiel. Ab morgen im Handel für ca. 30 Euro. Und er hat eine ganze Menge zu bieten, abgesehen von den neuen Helden, der neuen eigenständigen Kampagne, auch dieser neue Ringkrieg und alles schöne neue Einheiten für alle Völker. Davon gibt es ja auch eine ganze Menge. Punkt. Jetzt habe ich aber einen ganz, ganz abgefahrenen Trailer. Und zwar zu Project Offset. Und den lasse ich einfach mal wirken. Denn es ist nämlich gerade ein Spiel in der Mache, dessen Working Title Project Offset noch lautet. Everything you see in this video is being rendered in real time. Genau, und er sagt das Wichtigste gleich zu Anfang. We're making und es steht a auch links oben, beziehungsweise stand jetzt. In an epic fantasy es soll Echtzeit sein. Er ist wunderschön berechnet. Für die Leute da draußen nochmal, also es gibt viele tolle Videos im Internet, die toll aussehen, aber da stellt sich immer die eine Frage, ist das vorgerendert oder ist das in Echtzeit gerendert? Letzteres ist schwerer, denn letzteres kommt in Spielen zum Einsatz. Even complex objects like the character you just saw. In this example of a particle system, every one of these thousands of particles casts its own soft shadow. Da sieht man das ein bisschen angedeutet, die Bewegung wird the engine performs sieht so ein bisschen aus, als würde man mit der Maus da lang gehen. Das ist tatsächlich Echtzeit. A simple special effect that only works in certain situations. The motion blur works uniformly on everything. Das Spiel ist quasi noch im Babyschuhstadium. Es hat ja noch nicht mal einen richtigen Namen. So freeze frame at any point. Diese paar Videos davon bei projectoffset.com. Findet ihr weitere Infos, wobei ich da geschaut habe und da steht eigentlich gar nichts, außer dass es wird ein Spiel mit fantastischer Umgebung und Drachen und Rüstungen. Ja, aber das hätte ich auch so gedacht. Ja, der sieht gut aus. Das ist nicht schlecht. Ja, was wollte der uns sagen? ProjectOffset.com. Mist, ich hatte noch einen anderen Trailer, wo man so einen Drachen auf so einem Stein stehen sieht. Aber wenn ich hier mal vorspule, dann macht er immer diese komischen Artefakte. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht. Das scheint das gleiche Video zu sein. Habe ich falsch runtergeladen. Ihr könnt selber mal schauen. Ich habe den die URL gerade gesagt. Ich habe aber noch was anderes. Ja. Und zwar ein Spiel, auf das ich mich selber total freue. Und zwar ist es das hier. UFO Afterlife. Hier der Nachfolger zu UFO Aftershock. Ja, genau. Und das war der Nachfolger zu UFO After Mars. Ja. Und da muss ich aber zu sagen, diese UFOs, die fand ich nicht so gut. Und ich bin immer am Hinterherheulen nach diesen Uralt-UFOs, die auch von anderen Entwicklern, damals habe ich das auf dem 486er noch gespielt, stammten. Mhm. Da war es nämlich UFO Enemy Unknown, was glaube ich 1994, schätze ich mal, oder so rauskam. Und das hat richtig Bock gebracht. Danach kam UFO Terror from the Deep. Und danach UFO Apokalypse. Die waren echt abgefahren. Danach gab es noch so ein UFO Weltraum-Shooter-Spiel, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Aber ich hoffe immer noch darauf, dass endlich eins dieser neuen UFOs, zu denen es ja jetzt schon fast ein halbes Dutzend gibt, endlich mal wieder so wird wie das alte. Ich teste sie immer wieder an und muss dann leider anfangen zu weinen. Aber das hier, also sieht schon wieder eigentlich ein bisschen so aus wie das alte. Viel Action sieht man da jetzt gerade nicht, für die Leute, die UFO nicht kennen. Es ist halt so eine rundenbasierte Geschichte damals gewesen, so mit Jack the Lions vergleichbar. Aliens kommen, die muss man natürlich bekämpfen und hat dann einen ganz tollen Strategiepart, den sieht man hier jetzt gerade. Und zwar besiedelt man da anscheinend den Mars. Der ist dort ein bisschen grüner. Ja, denn im Teil davor war es ja so, dass, also sagen wir mal zwei Teile davor, wurde die Erde quasi von Außerirdischen erobert. Assimiliert. Und die Menschen haben nur noch auf einer kleinen Plattform in der Atmosphäre quasi ihr Dasein gefristet. Irgendwann sind sie wieder zurück auf den Planeten. Ja. Das war im letzten Teil so. Haben festgestellt, ein paar Außerirdische sind noch da, haben die aber irgendwie vertrieben. Ja. Und jetzt in dem Teil geht es dann wahrscheinlich weiter. Ja, den Mars ein bisschen kolonisieren. Ah. Schon im allerersten Teil waren die Jungs auch auf dem Mars, nämlich bei Cydonia. Das ist ein Krater dort. Und dort hatten die Außerirdischen ihre Basis errichtet.
Im zweiten Teil kam sie aus dem Wasser. Da ist irgendwas reaktiviert worden, ganz unten am Grund des Atlantiks. Und da war das Ganze nicht im Space, wie man hätte erwarten können. Es waren nämlich immer unter Wasser und die hatten Tauchanzüge an und nicht solche abgefahrenen Raumanzüge wie hier. Das war das Coolste, nämlich mit Waffen ausrüsten und unglaublich viel forschen. Und ich habe da noch eine andere Sache, nämlich... Zack, ich hoffe, das ist der Richtige. Ich komme ein bisschen durcheinander. Das ist ein bisschen durcheinander mein netter Desktop, wenn ich das mal zugeben darf. Ich glaube, das ist nämlich der Trailer. Das eben war ja nur ein Gameplay-Footage. Die Musik hätte ein bisschen peppiger sein können. There might be a new home. Okay. Also wird die Erde doch zerstört bei UFO Aftershock. Ach, ist sie kaputt am Ende? Ja. Ich hab's ja nicht zu Ende gespielt, weil ich mir das nicht zumuten wollte. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, worauf man sich freuen kann. Und worauf ihr euch auf jeden Fall jetzt direkt freuen könnt, ist die Möglichkeit für euch, eine Beta runterzuladen. Und zwar die Beta, die ihr bei www.fileplanet.com bekommt. Hab's richtig geschrieben? Nee. FiPlanet. Hier gibt's das auch. Nee, anscheinend nicht. Da gibt es nämlich etwas, worauf wir schon etwas länger... Meine Güte, ich bin zu blöd, hier URL einzugeben. Worauf wir schon länger warten, nämlich die Beta zu Supreme Commander. Ja, oh mein Gott. Wir haben es ausprobiert, der Tim, der Dennis und ich, Supreme Commander. Ladet sie euch runter. Es sind tolle Videos bis dato von Supreme Commander gewesen. Auf FilePlanet exklusiv gibt's das Ganze, wenn ihr angemeldet seid. Müsst nicht mal bezahlen. Aber... Macht euch euer eigenes Urteil. Ja, also der Punkt ist, es ist ja tatsächlich ein Spiel, nicht für den Casual Gamer, sondern für den Hardcore-Strategen. Ja. Und da ist schon ein schweres Brot, was man da verschlingen möchte. Guck selber, wir sagen da jetzt erstmal nichts mehr zu. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ja, ciao. Auf Wiedersehen. Ja, das war sie schon für heute. Unsere Sendung am Mittwoch, die eigentlich nichts weiter war als ein kleines Vorgeplänkel für die morgige Sendung, denn morgen, liebe Freunde, ist der 30.11. Wir haben Geburtstag. Giga Games wird 219 Jahre alt und ihr seid herzlich eingeladen. Schaltet ein um 22 Uhr. Und noch ein allerletztes Mal der Aufruf, wenn ihr noch Chancen haben möchtet, dabei zu sein, schreibt eine Mail an birthday@giga.de und dann könnt ihr vielleicht einer von drei Männern, Frauen, was auch immer sein, die hier mit uns zusammen Nintendo Wii zocken, eine Woche vor dem offiziellen Release. Also, nochmal an die Tasten gehauen und eine E-Mail geschickt. Damit habe ich auch schon ein bisschen was verraten, was die Inhalte der morgigen Sendung angeht. Denn natürlich steht morgen alles im Zeichen der Nintendo Wii. Wir spielen mit euch Wii Sports. Da haben wir fantastische Spiele bei, wie Tennis, wie Boxen, wie was weiß ich. Und Wii Play, wo jede Menge Minispielchen im Stile von zum Beispiel Mario Party da sind. Die spielen wir mit und gegeneinander. Und alles andere steht so ein bisschen im Schatten. Also wir feiern. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Hoffe, dass wir euch dann auch morgen wieder um 22 Uhr begrüßen dürfen, um gemeinsam zu zelebrieren. Also habt eine wunderschöne gute Nacht. Auf Wiedersehen und bis morgen.